Willkommen zum Klabautercast, Folge 69. Heute über das Grünenwahlprogramm in Berlin. Klabautercast 69. Ich sitze hier mit Christopher Lauer. Hallo Christopher. Hallo Maha, ich grüße dich. Wir wollen unser Gespräch von neulich fortsetzen. Da haben wir ja schon mal über das Wahlprogramm der Piraten gesprochen. Und heute soll es mal um das Wahlprogramm der Grünen gehen für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Tatsache. Ja. Das werden wir dann auch verlinken in den Shownotes. Wir haben es das hier schon auf unsere jeweiligen mobilen Endgeräte geladen. Ja. Wir haben es gelesen, was bei mir, weil ich manche Dinge etwas oberflächlicher gelesen habe, nur so ungefähr anderthalb Stunden oder ein, dreiviertel Stunde gedauert hat. Wie lange braucht man wirklich, um diese 200 noch was zu lesen? Ja, also ich habe mal auf dem Weg hierhin ein bisschen gerechnet, weil ich mir so gedacht habe, das sind 214 Seiten. Das habe ich nicht gedacht, sondern das habe ich nachgezählt. Ne? Also ich mag ja gerne so Rechenaufgaben. Da sind Seitenzahlen drauf. Und da sind Seitenzahlen drauf und dann kann man also so ein bisschen, das Inhaltsverzeichnis habe ich nicht mitgezählt und ich habe die, am Ende ist noch so ein Glossar oder irgendwie so ein Verzeichnis, das habe ich auch nicht mitgezählt. Es sind ungefähr Stichwortregister, heißt das. Das beginnt auf Seite 230. Das heißt, man hat 214 Seiten am Wahlprogramm. Und ich habe mir überlegt, meine Fresse, wenn man jetzt für jede Seite eine Minute braucht, und das ist jetzt dann konservativ gerechnet, glaube ich, weil es gibt Leute, die reden, lesen deutlich langsamer, dann braucht man tatsächlich 214 Minuten, das sind 3,5 Stunden, um das zu lesen. Und wenn die Grünen jetzt wollen, dass alle 240 Millionen Wahlberechtigten in Berlin, so viele sind es ungefähr, Pi mal Daumen, das lesen. Wie viele Wahlberechtigte? 2,4 Millionen. Ja, 2,4 Millionen. Ich entschuldige mich hier auch beim Statistischen Bundesamt. Also die 2,4 Millionen Berliner, die wählen dürfen, die lesen also diese Seiten, brauchen dafür 3,5 Stunden. Wenn ich jetzt mal ausrechne, die kriegen dafür 10 Euro die Stunde. Ja? Dann sind das 85 Millionen Euro. Vernichtet. Durch das Lesen. Ich weiß, wie sich die Grünen das vorgestellt haben. Jemand, der ein 214-seitiges Wahlprogramm schreibt, kann das meiner Meinung nach nicht mehr glauben, dass es viele Leser lesen, Wähler lesen. Ja. Nun werden die Leser die Abschnitte lesen, die sie interessieren. Also ich habe es ja auch quer gelesen und dann genauer hingeschaut, wenn es halt für mich interessant wurde. Das ist dann halt der Punkt. Also wir werden uns dann auch schon Sachen rauspicken und jetzt nicht 214 Seiten hier Zeile für Zeile durchgehen. Ja. Wie ist so der Gesamteindruck, wenn man jetzt so guckt, ja, es ist viel, aber wenn man das gelesen hat, was ist so der erste, was denkt man sich? Das ist eine gute Frage. Was habe ich mir gedacht? Also was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, es gibt eine Studie von McKinsey zur Stadt Berlin. Ich glaube, die hattest du jetzt nicht gelesen. Die habe ich nicht gelesen, nein, aber ich habe davon gehört. Zur Historie. Darüber gelesen. Zur Historie dieser Studie. McKinsey ist nach Berlin gezogen, beziehungsweise hat hier ein Büro aufgemacht. Und dann haben sie gesagt, naja, jetzt schenken wir der Stadt mal so eine kostenlose Studie. Und McKinsey hat halt irgendwie gesagt, naja, wenn man folgende Dinge macht, dann könnten in Berlin 500.000 Arbeitsplätze entstehen. Oder so. Mhm. Da ging es vor allem um Elektromobilität, es ging um die IT-Branche und es ging auch um so Gesundheitsdienste, Pharma, solche Geschichten. Und den Eindruck hatte ich jetzt nicht nur beim Programm der Grünen, sondern auch bei den anderen Wahlprogrammen, die ich bis jetzt gelesen habe oder so quer gelesen habe von anderen Parteien. So als Grundgerüst haben da, glaube ich, viele diese McKinsey-Studie genommen. Die Grünen sprechen ja hier in dem Wahlprogramm davon, wie man 100.000 neue Arbeitsplätze schaffen könnte. Das ist eigentlich ein ganz cleverer Trick. Also man guckt sich diese McKinsey-Studie an, die sagt, wenn man folgende Maßnahmen macht, kriegt man 500.000.
Und im rechnen die Grünen dann halt konservativ und sagen, mit den und den Maßnahmen machen wir halt 100.000 Arbeitsplätze. Mhm. Ja, und da zeigt, wes Geisteskind die Grünen sind. Also sie wollen Arbeitsplätze machen. Ja, ja, genau. Das ist mir auch aufgefallen. Denn dieses Thema taucht ja immer wieder auf. Und ich bin ja so ein bisschen von dieser, ja, vielleicht fixen Idee oder man kann es vielleicht auch Vorurteil nennen, geplagt, dass ich bei den Parteien immer so den Materialismus sehe und dann eben sehe, dass die Grünen eigentlich aus dem Materialismus von CDU und SPD ausgestiegen sind und auch FDP und dann so ein bisschen postmaterialistisch sind, also Werte jenseits dieser Idee des Wirtschaftswachstums auch haben. Haben sie auch, das sieht man ja auch hier, da kommen wir dann noch drauf, beim Klima eine wichtige Rolle spielt. Aber es kommen immer wieder diese alten Ideen, also zum Beispiel Arbeitsplätze schaffen und Vollbeschäftigung und so. Und da frage ich mich immer, meine Güte, das ist doch irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Nö, ist es auch nicht mehr. Du hast das schon angesprochen mit dem Klima. Das hat mich total irritiert. Kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf. Mhm. Die Grünen wollen also in Berlin das Klima retten. Mhm. Also mir nicht so ganz klar, was da, da genau passiert. Ja. Ja, die wichtigen Themen sieht man ja in dem Wordle. Die haben so ein Wordle da auf ihrer Webseite gemacht. Mhm. Ich hätte das nicht gemacht, weil so ein Wordle immer zu ganz seltsamen Assoziationen Anlass gibt. Also man liest hier, also steht hier wirklich... Ja. Ökologisch Kindermieten gemeinsam. Ja. Also das gemeinsam ist eine andere Farbe, aber ökologisch Kindermieten ist so im Grün. Also ich miete meine Kinder auch immer im Wholesale, das ist einfach billiger. Das ist, das liest sich nicht gut. Ja. Und der Atomausstieg ist auch ganz klein da drin, in dem Wörter. Ja, das hat ja jetzt die CDU gemacht, das müssen die Grünen ja nicht mehr machen mit dem Atomausstieg. Und die Hochschule ist auch ganz klein da drin. Ja. Das ist noch was ich kaum lesen kann. Dafür. Pflege. Dafür. Steht dafür. Na, dafür ist groß. Frauenbürger dafür, Pflege. Familie, Staat, Stadt, Klima. Mhm. Und was halt ganz groß ist, ist halt in Rot Arbeit, Bildung, Klima und Mobilität. Das ist alles so ein bisschen, wir kommen da noch drauf. Also wie gesagt, nochmal grundsätzlich, was ich ja vorhin mit den 214 Seiten so und ausrechnen, was da für ein volkswirtschaftlicher Schaden entsteht, das war natürlich... Bin stark übertrieben, aber ich frage mich natürlich tatsächlich, also was, klar, die Partei möchte den regierenden Bürgermeisterin stellen, ja, Frau Künast, aber 214 Seiten, warum sind die Grünen nicht in der Lage, das auf 50 Seiten zu sagen oder auf 20 oder auf, weiß ich nicht, der Hälfte. Also halt vielleicht intensiv Programmarbeit betrieben, das weiß ich nicht. Ja, dafür ist es aber reichlich, zumindest am Anfang, unkonkret. Das ist auch noch ein Problem, was ich sehe, also jetzt mal in der Gesamtschau. Ich finde, es ist so ein Mix. Es ist nicht, also ich habe ja immer versucht, beim Wahlprogramm so ein bisschen drauf zu achten, bei der Piratenpartei, dass auch konkrete Forderungen drin sind. Die sind hier auch enthalten. Da sind da auch manchmal so im Kasten, mal so richtig konkrete Dinge. Aber dann driftet es wieder in so ein in so eine Art Grundsatzprogrammstil über. Mhm. Und das passt nicht. Nein, das passt nicht. Und was wir vorhin im Vorgespräch hatten, was denke ich auch ganz wichtig ist, total bekloppt meiner Meinung nach auch dieses Thema, unter dem dieses Programm steht und was da auf dem Programm ganz vorne draufsteht, eine Stadt für alle. Was soll es sonst sein? Also sind ja alle schon da. Ich weiß, warum sie das geschrieben haben. Sie wollen sich damit abgrenzen gegen die Rechtspopulisten, die halt eben keine Stadt für alle wollen, sondern eine Stadt nur für bestimmte. Die Grünen müssen sich doch nicht von Rechtspopulisten Nicht. Also es ist doch nicht so, dass das stimmt. Irgendjemand, der irgendwie eine dieser rechten Spackenparteien da irgendwie wählt, dann sagt, da gibt es doch überhaupt keine Schnittmenge. Nein, da gibt es keine Schnittmenge und man muss das auch, man muss die, also ein Bekannter von mir sagt immer, gar nicht erst ignorieren. Ja. Also, ja. Ja, also und ich meine, so ein Kasten auf der Seite 30
geht bis zur Seite 32, der da heißt, man kämpft noch ein bisschen mit seinem Device, der heißt 10 für Berlin, also die 10 Thesen oder 10 Dinge, die sie wollen, für Berlin ausgearbeitet. Und das fängt dann immer an mit eine Stadt für alle, in Anführungszeichen. Da kann der Linguist noch mal was dazu sagen, ob das denn so richtig ist. Und dann so Allgemeinplätze. Eine Stadt, also es fängt an bei erstens, eine Stadt für alle kann es nur geben in einem solidarischen Berlin, in dem keine und keiner zurückbleibt. Berlin braucht ein soziales Netz für alle, eine gute öffentliche Daseinsvorsorge und gute öffentliche Institutionen, an denen alle teilhaben. Mhm. Was ist das für eine Aussage? Also, ja, das ist. Ja, eine Stadt für alle braucht dringend ein demokratisches Berlin mit einer neuen politischen Kultur für unsere Stadt. Wir wollen die Stadt mit ihren Bürgerinnen und Bürgern regieren und nicht gegen sie oder an ihnen vorbei. Ja, das sind ja alles schöne. Das wird ja jeder sagen. Das ist so, sind sie gegen Nazis und für gegen Atomenergie und für Naturschutz. Das steht ja nicht mal drin. Ja, aber also. das ist halt genau der Punkt. Und mit der neuen politischen Kultur, wir wollen die Stadt mit ihren Bürgerinnen und Bürgern regieren. Wo? Im Vorfeld der Programmausarbeitung haben denn die Grünen versucht, den Bürger und die Bürgerinnen zu binden? Ja, wo ist das in der Kultur der Grünen im Moment drin? Bürgerbeteiligung, Partizipation. So. Und ne, walk the talk. Also das ist alles irgendwie so ein bisschen, ja, wir wollen irgendwie, dass es schöner wird in Berlin. Und deshalb 100.000 neue zukunftsfeste Arbeitsplätze für Berlin durch die gezielte Stärkung von Zukunftsbranchen wie auch durch eine Qualitätsoffensive im Dienstleistungsbereich. Ja, die Qualitätsoffensive machen. Ja, das ist sehr viel Politsprech, gerade in diesen 10 für Berlin. Das ist, ich weiß nicht, wer formuliert hat. Also das überzeugt nicht besonders, finde ich. Also, oder die vierte These oder die vierte Forderung. Eine Stadt für alle braucht Umweltgerechtigkeit. Was ist Umweltgerechtigkeit, Maha? Ja, das Wort Gerechtigkeit, da müssen wir so drauf kommen. Das kommt häufig vor. Ist zwar nicht im Wordle, aber das kommt hier häufig vor. Und das lässt Fragen offen. Also man weiß nicht genau, was gemeint ist mit Gerechtigkeit. Es kommt hier auch in dem Text vor, das heißt ja gleich ein familiengerechtes Berlin. In dem Fall bedeutet ja familiengerechtes Berlin nicht das gleiche wie Gerechtigkeit, sondern dass es passt für Familien. Ja. Und das ist halt auch diffus, also das Konzept von Gerechtigkeit. Geschlechtergerecht, ja. Geschlechtergerecht, das ist jetzt wieder die andere Gerechtigkeit. Also, ja. Ja, also, es ist auch. Ist vorrangige Länderaufgabe und die schreiende Bildungsungerechtigkeit in Berlin schon alleine ein Grund für die Abwahl von Rot-Rot. Das ist auch etwas, was sich zumindest durch die Präambel dieses Programms zieht. Man schlägt auf Rot-Rot drauf. Klar. Jetzt bin ich auch nicht jemand, der da ein Blatt vor den Mund nehmen würde und sagt, man darf die nicht kritisieren. Rot-Rot ist sicherlich kein Erfolgsmodell. Ja, aber es ist so ein Mimimi. Es ist so ein Mimimi. Oh, Rot-Rot ist so doof. Die haben so viel falsch gemacht. Und die Grünen sind seit wann im Abgeordnetenhaus? Schon lange. Ja. Also länger, als ich in Berlin bin. Also seit den 80ern irgendwann. Ja. So. Die ganzen Dinge, von denen die sprechen, Transparenz und Open Government und was es da alles gibt. Was ja auf einmal. Hätte es schon mal geben können, ja. Jetzt, die Grünen waren immerhin zwei Jahre lang an der Regierung. Die Grünen waren zwei Jahre dran. Plötzlich. Die Grünen sind auch, es hindert niemand die Grünen daran, den ganzen Scheiß, der bei ihnen über den Schreibtisch kommt, Internet zu stellen, maschinenlesbar. Genau. Ja? Also sowohl in den Bezirksverordnetenversammlungen als auch im Abgeordnetenhaus. Sehr richtig. Ja, die können auf ganz andere Ressourcen zurückgreifen.
Die Grünen sind halt keine Netzpartei, die sie schreiben. Netzpolitik, ja, ja. Aber das ist nicht, man merkt es ja hier schon an der Präambel. Es geht ja los mit dem Wahlprogramm, das sie in den Händen halten. Ja. Wollen wir sie von unseren Ideen für Berlin überzeugen? Ich halte in den Händen aber kein Wahlprogramm. Ja. Du sitzt vor einem Laptop und ich habe hier so ein mobiles Gerät in der Hand. Das ist nicht das Wahlprogramm, was ich in der Hand halte, sondern ein Gerät. Ein Gerät. Das liegt auch gerade auf dem Tisch eher. Und bei dir ist ja eh ein Computer. Ja. Also das ist irgendwie komisch. So fängt man auch nicht an. Ich meine, was soll das? Sie in den Händen halten. Ja, also den besten Anfang meiner Meinung nach hat ja noch immer das Godesberger Programm der SPD. Ich glaube, besser kann man's nicht. Ja, gut, das ist natürlich auch ein Grundsatzprogramm. Ja, das ist aber da kann man trotzdem nochmal, da kann man trotzdem davon lernen, noch mal was, das stimmt. Lernen. Ich muss es gerade. Das ist stilistisch so, weil das ist der Widerspruch unserer Zeit, dass der Mensch die Urkraft des Atoms entfesselte und sich jetzt vor den Folgen fürchtet, dass der Mensch die Produktivkräfte aufs Höchste entwickelte, ungeheure Reichtümer ansammelte, ohne allen einen gerechten Anteil an dieser gemeinsamen Leistung zu verschaffen, dass der Mensch sich die Räume dieser Erde unterwarf, die Kontinente zueinander rückte, nun aber in Waffen starrende Machtblöcke die Völker mehr voneinander trennen als je zuvor und totalitäre Systeme seine Freiheit bedrohen. Ein Satz über 4 Zeilen, alles gesagt. Naja. Ist sogar heute noch aktuell. Naja. Ist natürlich pathetisch und das ist so ein. Und jetzt nochmal der Vergleich mit dem Wahlprogramm, das Sie in den Händen halten, wollen wir Sie von unserer Idee für Berlin überzeugen. Wollen eine Stadt für alle. Ja. Hast du natürlich jetzt nicht so ganz. Habe ich jetzt nicht so pathetisch und mit so viel Werf vorgelesen. Nein, du hast es vor allem nicht so ganz gerecht, wie die Grünen sagen würden, vorgelesen. War nicht so ganz gerecht, ne? Ja. Okay, long story short. Es ist schon ein Geschwurbel auch. Mhm. Ich kann auch selbstkritisch sagen, auch bei uns im Wahlprogramm natürlich ist Geschwurbel drin, das passiert allen Leuten, aber wir haben zum Glück nicht 214 Seiten geschwurbelt. Naja. Und du hattest dir ein paar Punkte aufgeschrieben. Ja, also ich hatte mir ein paar Punkte natürlich genauer angeschaut, aber ich würde trotzdem sagen, die Sache ist spannend genug. Wir können, glaube ich, auch tatsächlich die einzelnen Kapitel. Ja, das ist tatsächlich sehr interessant, wenn man sich nur mal die Überschriften irgendwie anliest, durchliest. Also das fängt an, Präambel, eine Stadt für alle, Berlins Aufbruch 2011, schon sehr kämpferisch. Unsere Idee für die Stadt, eine Stadt für alle, gut, da kommt es nochmal. Blick zurück nach vorne, da geht es irgendwie um die friedliche Revolution in der DDR und Berlin, bla, für ein geschichtsträchtiger Ort ist. Aus unserer Idee folgt Blockaden lösen und nordpolitische Kultur. Die Blockaden lösen, Berlin braucht alle. Also, ja, das kommt ja immer wieder, ist das ja der Leitgedanke. Alle, ja, das, naja, gut, dann ist es ein bisschen diese 10 für Berlin, das fällt so ein bisschen raus. Ja, das ist irgendwie ein anderer Text, der da noch rein 10 für Berlin, montiert wurde. Worauf es ankommt, Bildung, Arbeit, Klima. Ja, Bildung, Arbeit, Klima. Gut, Bildung, d'accord. Was auch nochmal relativiert wird, sind nämlich später auch für Sparen. Wobei man da auch nochmal hätte sagen müssen, Sparen ist gut für die zukünftigen Generationen, aber nicht bei den zukünftigen Generationen sparen, also im Bereich der Bildung. Das ist nicht so richtig deutlich. Gut, aber Arbeit ist jetzt wieder der Punkt, wo ich so ein bisschen ein Problem sehe und das Klima... Passt da nicht rein. Bildung, Arbeit, Klima ist so ein bisschen, nennen Sie das Wort, was nicht reinpasst. Wohnen darf kein Luxus sein. Dann gibt es diesen großen ab Seite 34, solidarisches Berlin. Solidarisches Berlin, genau. Keiner bleibt zurück. Darf kein Luxus sein. Mieterschutz stärken. Das ist halt dieser erste Bereich, wo es halt auch tatsächlich es geht ja mehrfach um die gleichen Punkte, aber hier sind eben soziale Sachen drin und eben auch Arbeit. Also Arbeit
als Anerkennung. Das tritt ja mehrfach auf, dass Arbeit eine wichtige Rolle spielt. Und interessanterweise haben sie natürlich hier auch im solidarischen Berlin die nachhaltige Haushalts- und Finanzpolitik drin. Das ist schön am Ende des Kapitels zusammengefasst. Da kommen ja mal so Punkte, wo man so Boxen, steht, ne? wenn man die Grünen wählt. Ja. Was bedeutet es, Grüne zu wählen? Da würde ich jetzt mal hinspringen. Denn das erste Kapitel ist mit Gewinnausnahmen nicht so interessant. Also interessant ist hier natürlich Bildung, das kann man mal ansprechen. Aber noch interessanter ist eben auch die Sache mit der Stadt der Vielfalt. Jetzt gucke ich aber gerade mal eben auf Seite. Ach, ist das schlecht gemacht. Die haben hier in ihrer. Ja, das ist ein PDF. Ja. Doppelseitiges PDF. Ja. Damit man es beim Drucken schneller hat, aber das ist natürlich nicht gut zum Suchen. Weil man halt dann. Hier. Auf welcher Seite bist du? Da bin ich jetzt auf der Seite 68. Wer in Berlin grün wählt. Ach so, ja. Stimmt, öffentliche Institutionen, die eine gute Versorgung für alle gewährleisten. Gut, für alle, klar. Für eine Arbeitsvermittlung, die Arbeitssuchenden auf Augenhöhe begegnet und sie in ihren Fähigkeiten und Interessen unterstützt. Naja, man geht nicht an die Wurzel des Problems ran. Ne? Ja. Klar, also ich meine, wir sagen gleich irgendwas von Mindestlohn als Brücke zum Grundeinkommen. Ja. Ja, bohren dicke Bretter. Ja, und ja. Das ist natürlich schon Realpolitik, aber das ist auch. Ja, gut, das, aber es ist auch keine Realpolitik zu sagen, wählt ein solidarisches Gesundheitssystem und eine menschenwürdige Pflege. Das Gesundheitssystem ist Bundespolitik. Ja, es ist auch vor allen Dingen stimmt, für eine Arbeitsvermittlung, die Arbeitssuchenden auf Augenhöhe begegnet und sie in ihren Fähigkeiten und Interessen unterstützt. Ich weiß nicht, was die Grünen für eine Vorstellung von Verwaltung haben und da einmal irgendwie in den Arbeitsämtern von Berlin die Menschlichkeit ausbricht, wenn Renate Künast Bürgermeisterin ist. Ja, da ist so, ach, Frau Künast hat gesagt, ich soll meinen Job, der mich total frustriert, jetzt fröhlich machen. Na dann, bitte. Ja, es kommen halt immer so allgemeine Analysen, die man nicht einfach lösen kann. Deshalb, das bricht ein bisschen auseinander, weil halt konkrete Punkte vermischt werden mit so allgemeinen Überlegungen, wie die Menschheit sich verbessert. Stimmt für bezahlbares Wohnen in allen Bezirken. Ja. Und eine Kuh Eis. Ja. Aber was soll man dazu sagen? Also, Ich finde faszinierend. Und das Problem haben wir, kann ich auch ganz selbstkritisch sagen, tendenziell auch an einigen Stellen des Programms. Aber ich finde ja immer schon sehr bemerkenswert, dass die auf der einen Seite, und da können ja gerade die Grünen ein Lied von singen, im politischen Betrieb die parlamentarischen Zwänge erleben. Den parlamentarischen Zwängen unterwerfen und man dann Wahlprogramme schreibt, die den Eindruck erwecken, als hätte die Politik auf jedes Problem der Menschheit eine Lösung. Ja? Und zwar durch Politik, durch Gesetzgebung, durch Regulatorien, durch Verbote, durch Erlaubnisse. Man nicht sagt, okay, also es gibt so ein paar Sachen, da können wir leider nur sehr, sehr begrenzt irgendwas tun. Ja. Und, also ein Punkt hier aus dem solidarischen Berlin ist natürlich besonders interessant. Das ist dieser Bereich Diversity statt verschiedener sexueller Identitäten. Ich finde es erstmal stilistisch ein bisschen schwierig. Es wird Diversity genannt, aber nicht wirklich erklärt. Also das finde ich schade. Da hätte man, wenn man schon immer alles erklärt, ich meine, dieses Wahlprogramm ist ja deshalb so lang, weil es auch so viel erklärt, dass man an der Stelle das nicht tut, ist seltsam. Ja. Aber dann kommt statt verschiedener sexueller Identitäten, das ist natürlich erstmal interessant, wobei, ich glaube, das hast du auch schon bemerkt, gleich am Anfang, die sexuellen Identitäten und dann ist die Rede von Hauptstadt der Lesben und Schwulen. Ja. Tada! Naja gut, also ich meine, sexuelle Identität ist ein bisschen mehr als Lesben, also lesbisch und schwul. Tatsächlich. Ja, gut, aber ja, es kommt ja dann auch. Es ist ja auch die Rede von Transphobie und es ist auch die Rede von
Selbstbestimmung, der körperlichen Selbstbestimmung, für, also hier die Rechte von Intersexuellen, insbesondere auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung müssen respektiert werden. Auch so ein Punkt, den haben wir auch. Da sind die Grünen ja vielleicht selber drauf gekommen, dass man das mal reinschreiben muss. Das ist gut, also man muss ja auch mal loben. Ja, man muss auch mal loben. Ja, das ist ganz klar. Und dann kommt aber was, wo ich wirklich denke, meine Güte, also sie haben vielleicht es von der Piratenpartei, da haben sie wahrscheinlich das Gefühl, sie müssen jetzt auch was tun auf dem Gebiet. Kann auch von anderen Leuten kommen. Aber dieser Satz, also vorsichtiger konnte man es nicht formulieren. Der Diskussion um weitere Formen vertraglicher Partnerschaften, in denen die PartnerInnen füreinander einstehen wollen, geben wir Raum. Ja, also bei uns steht ja eben drin, dass die Partnerschaft umgestaltet werden soll in einer Art von Lebensgemeinschaft mit vielfältigeren Formen. Und hier steht, die Diskussion geben wir Raum. Das ist grüne Politik, meine Damen und Herren. Das ist doch, wo bitte ist das eine politische Förderung, Forderung, wenn die Partei in ihrem Wahlprogramm sagt, ja, wir geben Raum der Diskussion. So super, da gibt es dann einen Raum, also da fragt man dann nach. Kann man dann einfordern. Und dann sagt man, wir hätten gern den Raum, wo wir jetzt über vertragliche Partnerschaften diskutieren wollen. Dann geben wir dem Raum. Naja, klar. Wenn ich so eine verklausulierte Formulierung für das Grundsatzprogramm der Piraten gewählt hätte, da wäre auch niemand gekommen und hätte gesagt, oh, da steht was von Polygamie, was da gar nicht drin stand. Ja. Aber so vermeide ich natürlich jede Form von Auseinandersetzung und so komme ich also auch mit solchen Programmen. Ich weiß gar nicht, was du hast, sie geben der Diskussion doch Raum. Ja, gut. Man sollte vielleicht auch noch sagen, dass dieses Programm mit einem Zitat anfängt von Antoine de Saint-Exupéry. Ja, das kann hier der ist die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Ja. Tja. Gut, aber wenn man schon mal Raum für die Diskussion hat. Wenn man schon mal Raum. Naja, aber immerhin, also ich bin vielleicht naiv, aber ich glaube, das steht da drin, weil wir es hatten und vielleicht auch, weil die jungen Liberalen diesen Punkt auch hatten. Ja, sicher. Also das haben sie aus, eben gemacht, Reaktion darauf, dass andere eben schon weiterdenken. Ja. Aber ganz vorsichtig, damit auch ja kein konservatives Parteimitglied jetzt denkt, Polygamie oder so. Nee. Also ich finde es eigentlich, also eigentlich finde ich schlimm, dass man das so ist einfach nicht zeitgemäß. Macht. Nein, das ist einfach nicht zeitgemäß. Also ich denke, das, was die Piratenpartei da fordert, ist schon sinnvoll. Ja. Und es sprechen auch viele Gründe dafür. Es hat auch tatsächlich diese Lebenspartnerschaften haben tatsächlich mal nichts mit Sexualität zu tun. Das ist ja auch eben, das ist ja auch gerade das Schlimme, dass Partnerschaft heutzutage so sehr auf Sex reduziert wird und eigentlich so der ursprüngliche Grund, warum sich Menschen quasi so einen Schwur fürs Leben gegeben haben, der natürlich auch mit Sex was zu tun hatte, es ging da ja weniger um ein exklusives Recht um auf Sex, sondern um dass man füreinander sorgt. Ne? Ja. So, und Sorge trägt und dass man das auch institutionalisiert. Wirklich. So. Dass man da einfach jetzt nicht sagen kann, so Kinder, wir leben irgendwie im 21. Jahrhundert und jetzt get used to it. Aber anscheinend, der Palmer von den Grünen, der hat ja auch schon gezeigt, wo es hingehen kann, wenn die Grünen irgendwie eine Volkspartei werden sollen. Na, diese Verklausulierung ist halt schon ein unangenehmes Anzeichen. Das finde ich also nicht so schön. Ja. Vielleicht können wir direkt auf Seite 87 springen, da kommt nämlich, oder vielleicht sollten wir vorher sagen, wie dieses Kapitel heißt. Da geht es dann nämlich um Wirtschaft, um Ökologie. Mhm. Prosperierendes Berlin. Berlins Wirtschaft soll wachsen. Ja. Gedankenstrich. Richtig, Ausrufezeichen. So. Und vorher kommt ein... Das ist natürlich auch wieder ein schönes Wort. Zitat von, was ist ein schönes Wort? Aber richtig. Aber richtig. Ja, aber richtig. Vorher kommt ein Zitat von Albert Einstein. Probleme kann man niemals mit denselben Denkweisen lösen, mit denen sie entstanden sind. Wow.
That's so deep. Das sollten sich die Grünen vielleicht ein Stammbuch genau. schreiben. Albert, ich will sofort mit dir ins Bett. Du bist so ein kluger Mann. Ja, so, ich meine, nein, aber einfach mal recht. Ja, entschuldige bitte. Ja, aber ja, gut. Aber das ist ja der Punkt. Ich glaube, die Grünen merken es hier nicht an der Stelle. Ja. Aber sie schießen sich doch mit diesem Zitat mit einem großen Kaliber. Selber ins Knie, weil sie schreiben vor einen Teil, wo sie sagen, die Berlinswirtschaft soll wachsen, aber richtig. Das heißt, also der alte Gedanke vom Wirtschaftswachstum. Genau, der alte Gedanke vom Wirtschaftswachstum. Das sind die 50er Jahre. Die 50er Jahre, ja. Wie meanwhile. So ist das alles. Meanwhile in the 20th century, ja. So. Und Albert Einstein hat schon mal den Wink mit dem Zaunpfahl mit der Marmorsäule gegeben und die Grünen fanden das so toll, dass sie es in ihr eigenes Programm gedruckt haben, aber nicht merken, von was der gute Schweizer, ich glaube, er war ja ein Schweizer, oder? Nee? Basel? Nein. Basel ist ja nicht in Basel geboren? Nein. Nee. Ulm? Ulm, glaube ich. In Ulm geboren. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Er hat in der Schweiz ein Patentamt gearbeitet, ne? Ja, er hat dann im Patentamt in der Schweiz gearbeitet, richtig. Ihr seht, auch bei den Piraten kennt man sich nicht so gut mit Albert Einstein aus, wie man es vielleicht tun müsste. Aber um nochmal jetzt darauf zurückzukommen, die alte Idee vom Wirtschafts... Ich war als Privatdozent an einer Berliner Universität und da ist eine Gedenktafel. Ich war auch als Privatdozent an einer Berliner Universität. Oh. Die Gedenktafel Herr Professor Dr. Martin Hase, erzählen Sie mir doch, was Nein, Sie noch so ja für nicht Albert Einstein. Mit Gemeinsamkeit mit Albert Einstein. Einstein haben, außer natürlich im guten Aussehen. Und die danke. Danke. So, also prosperierendes Berlin, Berlins Wirtschaft soll wachsen, also die alte Idee vom Wirtschaftswachstum, aber die Grünen setzen dem noch eins drauf und sagen jetzt, die Wirtschaft darf nicht irgendwie wachsen, sondern richtig. Das heißt, es gibt ein richtig und ein falsch. Ja? Total geil. Ja? Und die Grünen wissen das aber alles. Und sie wählen und dann passiert das. Und das finde ich ist wieder so ein, absurder Gedanke. Politik könne aktiv Wirtschaftswachstum in irgendeiner Form steuern. Ja. Das ist ein irrer Gedanke. Ja. Ich hab ja dieses Praktikum im Wirtschaftsministerium damals gemacht. Da ging es in diesem Referat auch um vor allen Dingen um Technologieförderung, um Forschungsförderung. Mhm. Da habe ich dann auch mal so gefragt, ja, wie macht ihr das denn eigentlich? Wie wisst ihr denn, was fliegt und was nicht fliegt? Und da sagten die so, kann ich sagen, wir wissen nur, viel hilft viel. Mhm. Ne? So, jetzt kann ich aber gleich selbstkritisch wenn das Wirtschaftsprogramm der Piraten ist wir jetzt haben gar auch keins. Nicht. Wir haben gar keins. Das muss man dazu sagen, das ist noch schlimmer. Aber ich finde, es ist vollkommen in Ordnung, zuzugeben, dass wir keins haben, weil wir im Moment noch keine Ahnung davon haben, als zu behaupten, wir wüssten, wie man richtig Wirtschaftswächst. Und da kommen dann auch diese 100.000 Jobs hoch rein. Genau. Eine Milliarde Euro Investition bringt 25.000 neue Arbeitsplätze. Das muss man sich mal reinpfeifen, ja? Eine Milliarde. Das ist dann eine, das ist eine 1 mit 9 Nullen. So. Das ist Wahnsinn. Also man soll jetzt 1 Milliarde Euro für 25.000 Jobs geben. Wo Berlin kein Geld hat. So, genau. Also ich habe jetzt hier, kann mein Mac-Taschenrechner gar keine Milliarde. Ich würde das jetzt mal gerne ausrechnen. Ich muss ja eigentlich nur die, dann was denn jetzt, Maha, hilf mir mal kurz. Was ist denn 1 Milliarde? Ja, das stimmt schon. Also Rechner. So, hier ist einer, der kann, glaube ich, mehr. So, 1 Milliarde. Der Mac kann nicht rechnen. Oh, und jetzt macht er keine Punkte. Das ist ein Pain in the ass. So, 1 Milliarde Euro. So, das teile ich jetzt durch 25.000. Boah. Das sind 40.000 Euro. Das sind 40.000 Euro. Das heißt, man könnte 25.000 Leuten von diesen 1 Milliarde Euro einfach ein Jahresgehalt auszahlen. Was ist das für eine geile Rechnung? 1 Milliarde Euro an Investitionen bringt 25.000 neue Arbeitsplätze. Klar, wenn ich 1 Milliarde Euro Subvention bezahle, dann habe ich 25.000 Jahresgehälter. Hm.
Das ist eine gute Rechnung. Aber wir können mal weiterlesen. Hm. Die neue, ein Arbeitsplätze, ein neuer Arbeitsplatz in der Industrie zieht drei weitere im Dienstleistungsbereich nach sich. Das heißt, die Grünen wollen mit 1 Milliarde Euro 25.000 Arbeitsplätze in der Industrie, was immer das sein soll, stellen. 1,5% Wachstum erhöhen die Zahl der Erwerbstätigen um 1%. Steht das nicht? 1% Wirtschaftswachstum. Das sagen sie aber nicht. Hm. 1,5. In den nächsten 10 Jahren werden allein in Deutschland 235 Milliarden Euro in Anlagen zur Erzeugung von Strom, Wärme und Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien investiert werden. Davon muss einiges nach Berlin fließen. Was zum Fick? Also im Grunde genommen sagen die Grünen, sie wollen 1 Milliarde Euro von den 235 Milliarden Euro, die investiert werden, wollen sie tappen. Wir wollen also, da fließen so Pipelines mit Geld durchs Land. Und sie wollen eine davon anzapfen und von den 235 Milliarden Euro alle nach Berlin ziehen. Und dann Bus gibt 25.000 Arbeitsplätze. Da sind wir noch nicht bei 100.000. Ja, aber das haben sie ja. Berlin hat so viele Potenziale und Talente. Wow. Das ist auch ein guter Sprung. Also vorher ging es noch, ne? In den nächsten 10 Jahren werden allein in Deutschland 235 Milliarden Euro in Anlagen zur Erzeugung von Strom, Wärme und Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien investiert werden. Davon muss einiges nach Berlin fließen. Punkt. Berlin hat so viele Potenziale und Talente. Jede noch so erfolgreiche Wirtschaftsregion beneidet uns um mindestens zwei Dinge. Unser außerordentliches Flächenangebot und die vielen kreativen Menschen, die in Berlin arbeiten wollen. Viele kreative Menschen wollen in Berlin, Moment, zur Erzeugung von Strom, Wärme und Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien arbeiten. Kann ich das jetzt so verstehen? Wir haben ja, ein außerordentliches Flächenangebot, auf die für 1 Milliarde Euro diese Anlagen zur Erzeugung von Strom, Wärme und Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien investiert werden. Die Kreativen wollen im St. Oberholz sitzend... Nein, du hast das falsch verstanden. Die wollen Biokraftstoffe in Anlagen, in die vorher 1 Milliarde Euro investiert worden ist, erzeugen. Ja, nee, das passt aber nicht. Die Kreativen wollen kreativ arbeiten und nicht in Kraftwerken arbeiten. Nicht nur riesige Flächen liegen brach, auch viele Talente. Die könnten in Biokraftstoffanlagen arbeiten. Du verstehst das nur nicht, Maha. Ja, okay. Also ich glaube, um es nochmal fair zu bleiben, ich glaube, die Grünen stellen sich das so vor. 1 Milliarde Euro, 25.000 neue Arbeitsplätze. Ein neuer Arbeitsplatz in der Industrie zieht drei weitere im Dienstleistungsbereich nach sich. Und bums, hast du schon die 100 Arbeitsplätze. Ja, stimmt. Das ist der Plan. Das ist der Plan. 1,5% Wachstum erhöhen die Zahl der Erwerbstätigen um 1%. Das ist, die Grünen rechnen also einfach damit, so Geldspritze in Höhe von 1 Milliarde Euro an Investitionen, 25.000 Arbeit. Und das ist halt wirklich jetzt wahnsinnig konservativ gerechnet. Mhm. Ja? Mhm. So. Da Technologie und Ökonomie kein Widerspruch sind und die Umweltbranche, die Green Economy, längst Beschäftigungsmotor in Deutschland ist, hat sich schon herumgesprochen. Ja. Beispiel jetzt hier gerade. So. In Berlin gibt es 42.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich. Die Branche wächst jedes Jahr um 10%. Allein in diesem Bereich, so, das ist geil. Es gibt... Das haben wir vorher gehört, ne? In Berlin ist alles so schlecht und Rot-Rot ist so schlecht und die Arbeitsplätze und 42.000 Arbeitsplätze in Green Economy Bereich, den die Grünen so toll finden. Die Grünen waren seit 10 Jahren oder noch länger hier nicht an der Regierung, sondern halt diese 2 Jahre unter Rot-Grün, ja, genau. Irgendwann in den 90ern. Mhm. Das heißt, hier haben irgendwie 20 Jahre lang Parteien regiert, die in der Lage waren, 42.000 Arbeitsplätze in der Green Economy zu schaffen, in Berlin. Und der Bereich wächst jedes Jahr um 10%. Jedes Jahr kommen da also anscheinend 4.000 Arbeitsplätze hinzu, wenn man das so rechnen kann, wahrscheinlich nicht. Dann aber Rot-Rot ist schlecht. Self-fulfilling prophecy. Ja. Ja, die Grünen brauchen jetzt... Ja.
alle ihre Wahlversprechen gar nicht zu erfüllen, nee, weil brauchen sie nicht so erfüllen. Aber das ist doch geil gerechnet. Allein in diesem Bereich könnten in den nächsten 5 Jahren 20.000 Arbeitsplätze entstehen. Die haben gerade so gerechnet wie ich. Ja? 42.000 Leute, jedes Jahr 10% Wachstum von 42.000 geht natürlich auch nicht, weil eigentlich müsstest du da natürlich... So, ja, ja, klar. Und dann sagst du, jedes Jahr 4.000 Leute, ist konservativ gerechnet. Ja. 20.000 Arbeitsplätze. Das ist ein No-Brainer. Mhm. Ja, aber sie verkaufen das. So, das setzen wir auf die Green Economy als dauerhafte Verknüpfung von ökonomischem und ökologischem Erfolg. Ist das geil. Die verkaufen dir hier gerade etwas, was du schon hast. Mhm. Und sagen, ja, so. Das, die, stimmt. Also diese 100.000 Arbeitsplätze, ja. Hm. Ja, ich merke es auch gerade. Ja. Das ist ja nun wirklich trickreich. Das ist geil, ne? So, besondere Chancen sehen wir im Mobilitätssektor. Das ist die McKinsey-Studie. Mhm. Berlin bietet ein einzigartiges, gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem. Nur 1/3 der Bevölkerung nutzt ein eigenes Auto. Kompetenz und Produktionsstrukturen im Fahrzeugbau. Was? Wow. Und den Satz hatte ich ja noch. So, Berlin bietet bereits einzigartiges, ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem. Nur 1/3 der Bevölkerung nutzt ein eigenes Auto, Kompetenz und Produktionsstrukturen im Fahrzeugbau. Punkt. Das stimmt was nicht. Das stimmt doch nicht. Mal genau hingucken. Das ist auf Seite 86 der mittlere Absatz. Ja, da bin ich auch gerade. Mhm. Hier. Stimmt, ich habe ja gesagt, ich habe es ja in unter 2 Stunden geschafft, das alles zu lesen. Das ist mir diese Perle entgangen. Ja. Und das ist geil, weil jetzt kommt als nächster Satz, das sind einzigartige Voraussetzungen, um zum Leitmarkt Elektromobilität zu werden. Ja, also, weil nur 1/3 der Bevölkerung ein eigenes Auto benutzt, gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem haben, Kompetenz und Produktionsstrukturen im Fahrzeugbau. Ja, so ist das gemeint. Aber das ist schon klar, was Sie meinen. Ja. Ist schon richtig geschrieben, nur es ist halt um die Ecke gedacht. Also eigentlich... Ja, dieser Satz, kein Verb, da fehlt was. Nee, du hast ihn nicht richtig analysiert. Berlin bietet bereits Einzigartiges. Gedankenstrich. Und jetzt kommt das Einzigartiges. Einzige. Die hatten das vorher wahrscheinlich im Entwurf mit Spiegelstrichen und die haben sie weggelassen, weil man ja keine Spiegelstriche haben muss. Ja. Wir kennen das ja aus der eigenen Diskussion. Ja. Berlin bietet bereits Einzigartiges. Erstens, ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem. Zweitens, nur 1/3 der Bevölkerung nutzt ein eigenes Auto. Kompetenz und Produktionsstrukturen im Fahrzeugbau. Das Blöde ist, dass in der Mitte ein richtiger Satz steht. Es ist eine Aufzählung, die eigentlich aus Nominalphrasen bestehen soll. Aber da sie vorher Spiegelstriche hatten. Ja, wenn das nur weg wäre. Haben sie dann, halt einen Satz da eingemogelt und das ist, dann ist das nicht mehr, nicht mehr zu parsen, hätte ich jetzt gesagt. Also nicht mehr zu analysieren für den Leser. Weil die Spiegelstriche fehlen. Also es ist. Wir brauchen die leichte Version. Ja, wir brauchen die leichte Version. Ja. Genau das nämlich, also was Ähnliches steht in der McKinsey-Studie, die haben das hier quasi unzulässig vereinfacht. In der McKinsey-Studie, die hebt einfach darauf ab, dass Berlin auch in Europa ganz gut gelingen ist, dass man hier in Berlin einfach diese Batterien herstellt für Autos. Ja. Das ist wohl ein tierischer Hassel, die durch die Gegend zu fahren. Und Berlin könnte hier ein ganz guter Hub sein, um das also zu tun. Mhm. Und dieser Teil des Programms kommt also von der Firma McKinsey. So, wenn Berlin seine Chancen ergreift, können wir zur Modellstadt der grünen Industrialisierung werden. Und das ist geil. Ne? Wir pfeifen uns das nochmal vorher rein. Das Zitat von Albert Einstein, man kann nur also die Denkweisen, die man vorher hatte, ne, Probleme kann man niemals mit denselben Denkweisen lösen, mit denen sie entstanden sind. Und jetzt wird hier von der grünen Industrialisierung gesprochen. Mhm. Wenn die Grünen das Wort Industrialisierung benutzen, dann beziehen sie sich natürlich ganz klar auf Industrialisierung, auf die industrielle Revolution. Und die hat für so krasse Umwälzungen in Europa gesorgt und auf der ganzen Welt. Viel dazu. Es geht hier um Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsausbau und die Frage ist das so zeitgemäß? Ja. Also da finde ich, dass
materialistische Konzept der Piratenpartei ja schon besser, dass man sagt, okay, wir sind Leute kreativ, die wollen was machen, aber wir wollen jetzt nicht auf Teufel komm raus Arbeitsplätze schaffen und alle Leute dazu zwingen, eine Arbeit aufzunehmen, sondern wir versorgen die Leute anders und dann entstehen halt neue Formen der Kreativität. Ja, aber das ist halt zu utopisch. Ja, aber jetzt wird es nämlich nochmal geil, weil wenn man sich diesen Absatz durchliest, weil ich überspringe jetzt einen Teil auf der Seite 86 unten. Berlin ist international anerkannt, die, auch sehr interessant in diesem Programm, dass die ist in Caps Lock geschrieben. Mhm. Ja? Also die Stadt der Kreativwirtschaft. Über 25.000 Unternehmen erwirtschafteten 2009 18,3 Milliarden Euro mit 121.000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Der Bereich wird weiter wachsen. Hier werden 10.000 weitere neue Arbeitsplätze entstehen. Auch im Tourismus. Jetzt kommt der Tourismus, rechnen wir mit mindestens 10.000 neuen Arbeitsplätzen. Gerade in den sozialen Dienstleistungen entscheidet sich, wie wir im zukünftigen Berlin zusammenleben werden. Die Bildung und Betreuung, Gesundheits- und Pflege können weitere Arbeitsplätze entstehen. Die 100.000 sind machbar, qualifiziert und angemessen bezahlt. Wir fassen also die 100.000 neuen Jobs des Grünen Wahlprogramms mal kurz zusammen. Um die 1 Milliarde Euro, die man irgendwo abgreift, damit die Kreativen in den Kraftwerken arbeiten können. Nein, kleiner Spaß. Also 1 Milliarde Euro Subventionen will man 25.000 Arbeitsplätze machen. Dann gibt es diese Milchmädchenrechnung mit den drei weiteren, die dann im Dienstleistungsbereich nachziehen. Dann gibt es die 42.000 Arbeitsplätze im Bereich Green Economy, wo in 5 Jahren nochmal 20.000 Arbeitsplätze hinzukommen, weil diese Branche von alleine um 10% jedes Jahr wächst. Dann gibt es nochmal die 10.000 aus Tourismus. Dann gibt es nochmal die 10.000 weiteren Kreativen, die hier arbeiten. Das passiert alles von alleine. Das passiert alles von alleine. Da haben die Grünen noch kein Gesetz verabschiedet. Jetzt kommt aber der Knaller. Die Conclusion, die Punchline, nämlich auf der Seite 87. Wer in Grün wählt, schafft 100.000 neue zukunftsfeste Jobs in Industrie und qualitativen Dienstleistungen. Ja gut, wer sie nicht wählt auch. Ja, aber das ist der Punkt. Das ist ein geiler Trick. Geiler Trick. Naja, aber auf der anderen Seite, und das ist eben das, die Denkweise, die alte Denkweise, wirtschaftlicher Aufbruch, zukunftsfeste Jobs, industrielle Revolution, auch wenn sie grün ist, Wirtschaftsverwaltung, moderne Wirtschaft, aber die Wege öffnet, anstatt zu verbauen, klar, weil das die Wirtschaftsverwaltung, die in der Wirtschaftsverwaltung, die sitzen auch den ganzen Tag und denken sich, wie können wir Wege verbauen? Die öffentliche Hand zum Vorbild für nachhaltiges Wirtschaften. Ja, also bitte, das ist doch wirklich die Wirtschaftswachstumsideologie, die einfach nicht zeitgemäß ist. Das ist genau die alte Denkweise. Es ist eine Lachnummer. Wirklich schlimm. Es ist eine Lachnummer. Jetzt wird mir auch schlagartig klar, warum das 214 Seiten sind, die keiner liest. Ja. Wer das liest und steht, wird sich fragen, soll ich denn die Partei wählen? Ja. Also, ich kann auch jetzt hier im Namen der Piratenpartei sagen, wer Piraten wählt, sorgt für 100.000 neue Jobs in Berlin. Das ist so bescheuert. Und zusätzlich hat er noch das gute Gefühl, dass er nicht in den alten Denkmustern gefangen ist. Genau. Die 100.000 Jobs kommen von alleine. Keine Experimente. Nein, es ist also, ihr seht, es ist irgendwie ziemlich absurd und dann geht's weiter. Also, Entschuldigung, es ist mir jetzt auch nochmal beim Lesen so klar geworden, dass... Lebenswertes Berlin. Gerechtigkeit geht weiter. Ja, da kommt diese Gerechtigkeitsgeschichte. Du hattest gesagt, diesen Gerechtigkeitsbegriff, da wolltest du was zu sagen. Na, es ist, eigentlich ist Gerechtigkeit ja etwas, was, also wenn man das Grundkonzept, das bürgerliche Konzept von Gerechtigkeit anschaut, es ist ja erstmal etwas, was auf ein Individuum bezogen ist. Also Gerechtigkeit gibt es immer nur gegenüber Personen. Das heißt es ja auch im Amtseid,
Gerechtigkeit gegen jedermann. Ja. Ich das so schön finde, erstmal das Gegen und dann das Mann. Gut. Ja. Also Gerechtigkeit bezieht sich halt auf Einzelpersonen. Und das passt natürlich hier nicht so richtig rein. Es gibt aber etwas, und das wird hier auch ja tatsächlich so erwähnt, soziale Gerechtigkeit. Ja. Allerdings auch so ein Konzept, das mir auch nicht so richtig klar ist. Ja. Es ist zwar wohl auch definiert und hat was mit Sozialethik zu tun und den Ausgleich zwischen den möglicherweise zwischen den Klassen, also auch wieder etwas, was schon eine ältere Ideologie darstellt. Und ja, da soll eben soziale Gerechtigkeit herstellt werden. Ja. Bedeutet, vereinfacht gesprochen, also diejenigen, die die Gesellschaft in irgendeiner Form benachteiligt sind, ja, sollen Vorteile haben und die, die bevorteilt sind, sollen irgendwie dann auch Nachteile haben, damit sich das alles ja, aus. Das wäre ja sonst zu einfach. Ja. Und ja, und hier wird halt so ein bisschen gemischt, was eigentlich gemeint ist. Aber es geht hier, glaube ich, in lebenswertes Berlin vor allen Dingen um diese soziale Frage. Obwohl auch nicht nur. Also dieses Kapitel ist ziemlich schwierig, weil es so ein Mischmasch darstellt. Also lebenswertes Berlin ist ja klar, da geht es um Stadtentwicklung und die Stadtentwicklung soll eben auch eine soziale Komponente haben. Das ist halt der Punkt. Deshalb hier Gerechtigkeit. Es geht auch um Justiz und irgendwie um. Ja, das, ich bin hier gerade bei dem Punkt, Videoüberwachung auf den Prüfstand. Das finde ich auch sehr interessant. Unter Rot-Rot hat sich die Zahl der Videokameras in Berlin vervielfacht. Ich habe eben vervierfacht gelesen, aber das wäre dann wahrscheinlich zu konkret gewesen. Also sie hat sich vervielfacht. Die BVG filmt inzwischen flächendeckend auf U-Bahnhöfen und ist dabei, alle Waggons, Trams und Busse mit Kameras auszustatten. Das mag das subjektive Sicherheitsgefühl verbessern. Hilfe leisten können jedoch nur Menschen. Klingt erstmal gut. Doch die schauen sich die Aufzeichnungen allenfalls an, wenn es zu spät ist. Was Kameras überhaupt bringen, muss dringend geklärt werden. Und jetzt der eigentlich interessante Teil. Eine Evaluation brach die BVG mit Bildung des Senats ab, als sich abzeichnete, dass sich keine Hinweise auf eine tatsächliche Verringerung der Kriminalität ergaben. Das wollen wir nicht hinnehmen. Wir fordern eine echte wissenschaftliche Überprüfung des Nutzens und der Nebenwirkungen der Videoüberwachung und bis dahin zumindest ein Moratorium ihrer ständigen Ausweitung. Ach so, der Videoüberwachung. Wir sind gegen eine flächendeckende Videoüberwachung öffentlicher Plätze und lehnen das anlasslose polizeiliche Filmen von Demonstranten ab. Dann hat man das auch nochmal gerade in so einem Halbsatz geklärt. Ich frage mich aber, warum, also erst sagen sie, das ist auf den Prüfstand, sie eine Evaluation ergab, keine Hinweise auf Kriminalität. Das ist ja, der Punkt ist ja, man wollte herausfinden, dass Videoüberwachung gut ist. Und dann stellte sich heraus, das Gegenteil wird man herausfinden. Ja. Und dann ist die Untersuchung abgebrochen worden. Ja, aber wenn die Grünen das wissen, dann können sie doch jetzt schon sagen, mal und außerdem, lieber Hase, man kann doch auch mal einfach ins Ausland gucken. Es gibt doch auch Studien in UK, wo sie alles irgendwie überwachen. Es gibt Studien in, weiß ich nicht, USA, in anderen Ländern, das muss jetzt hier nicht wo nochmal gemacht rauskommt, werden. Dass Videoüberwachung einfach nicht bringt. Das ist eigentlich klar. Ja, das heißt, es ist doch eigentlich klar. So. Und sagen ja selber, das mag das subjektive Sicherheitsgefühl verbessern. Hilfe leisten können jedoch nur Menschen. Ja, nee, das alleine wäre klar. Doch schon ein. Also, und deswegen verstehe ich es nicht. Nein, man braucht keine Videoüberwachung. Genau, man das braucht keine Videoüberwachung. Das ist anscheinend muss man den gar Grünen nicht so viel schreiben. Auch klar. So, und stattdessen schreiben sie aber eine Viertelseite, eine halbe Seite, über dass man das mal auf den Prüfstand stellen sollte. Und man eine wissenschaftliche Untersuchung braucht.
wissenschaftliche Überprüfung des Nutzens und der Nebenwirkungen. Ja. Das ist erforscht. Also wie sich Videoüberwachung auf den Menschen auswirkt. Ja gut, ich will sie jetzt da nicht in Schutz nehmen, aber möglicherweise ist natürlich so eine seltsame Formulierung dem geschuldet, dass sie innerparteilich da also Verfechter der Videoüberwachung haben, die sie jetzt ruhig stellen wollen, indem sie sagen, erstmal ein Moratorium und dann gucken wir mal. Ja, das kann ja sein. Kann ja sein, dass das bei den Damen und Herren in der Partei so ist. Ja, aber dann schreibt man es nicht ins Wahlprogramm. Dann schreibt man es so nicht ins Wahlprogramm. Nee. Also, an der Stelle müsste es gekürzt werden. Und was dann am Ende die anlasslose Überwachung bei Demonstrationen, ja. Ja, das passt nicht dazu. Obwohl sie natürlich da auch recht haben, nur das passt auch nicht so unbedingt in dieses Kapitel. Ja. Na gut, in diesem Kapitel geht es dann auch um den A100-Weiterbau. Ja. Der soll ja ausgesetzt werden. Ja, so wie Stuttgart 21. Ja. Und es soll stattdessen der Flughafen angeschlossen werden. Wobei wir ja wissen, dass es Probleme gibt mit dem Flughafenanschluss, nämlich die Dresdner Bahn und Lichtenrade. Da müssen sie natürlich ihre Wähler Lichtenrade auch so ein bisschen Pampern, ja, ruhig stellen. Dann steht hier drin, stattdessen werden wir mit der Bundesregierung verhandeln. Auch das, es wird einfach mal nur verhandelt. Um die Bundesmittel für einen optimalen Lärmschutz an den bestehenden Berliner Autobahnen und der Dresdner Bahn zu verwenden. Ja. Der Plan ist halt, A100 nicht weiterbauen, das Geld anderweitig zu verwenden, ja. Was sicherlich schwierig wird, also das durchzusetzen. Also wie gesagt, das hat aber ja in Stuttgart auch schon ganz gut funktioniert. Genau. Ja, so wird eine gute Anbindung des Flughafens Berlin-Brandenburg international nicht weiter verzögert. Ja, aber das ist halt genau dieses Problem mit der Dresdner Bahn. Also ich glaube, dass die Leute, die jetzt glauben, sie könnten den durch Lichtenrade mit einer Spaltung der Bahnhofstraße verhindern, indem sie die Grünen wählen, sind da nicht gut aufgestellt. Denn hier wird nur so ein bisschen verhandelt und das wird nichts. Frau Kühnast, tear down this wall. Ja, ja, aber auch diese Zusammenfassung am Ende wieder gut. Wer in Berlin Grünen wählt, stimmt für eine soziale und nachhaltige Stadtentwicklung. Ich find's ja mal echt geil, wenn eine große deutsche Partei in ihr Programm reinschreiben würde, wir wollen ein Klima der Angst und sozialen Kälte schaffen. Wir stehen für mehr Schläge in der Schule, denn alles Gute kommt mit der Rute. Also was soll das denn? Also ja, stimmt für soziale und nachhaltige Stadtentwicklung. Ach. Welche Partei tut das nicht? Ja, wählt eine gute, jetzt kommt es. Also, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wer in Berlin Grün wählt, wählt eine gute Umwelt, nicht die schlechte Umwelt, nicht die vielleicht gute Umwelt, sondern die gute Umwelt mit weniger Lärm, die Umwelt mit weniger Lärm und Grün. Umwelt jetzt mit weniger Lärm und mehr Grün und stärkt die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ja. Wie nennt man das? Also die gute Umwelt, ist das eine gute Umwelt? Das ist komisch. Also ist das eine Personifikation? Nee. Ne? Die gute Umwelt. Nee, das passt gar nicht. Das Adjektiv gute passt nicht. Nein, es gibt ja nicht. Ja, es gibt ja nicht die schlechte Umwelt. Ja, die schlechten Milieus, genau. Nein. Also es ist. Ja, und dann vorm Ding, ich finde das aber auch so geil. Also eine Umwelt, also wenn man jetzt mal Umwelt in dem Zusammenhang mit unberührter Natur oder so gleichsetzt, kann man das? Meinen Sie vielleicht das? So mehr Natur? Ist nicht ganz klar, was Sie mit guter Umwelt. Also Sie schreiben ja weniger Lärm, mehr Grün. Ja. Ja. Übrigens, da fällt mir auch ein. Ne? Ja. Ich meine, wir sind hier direkt wenige Meter entfernt. Ja. Ist der Gleisdreieckpark. Ja. Die Mittel für den Gleisdreieckpark. Ja, das war 95 bereit. Da hätte man schon was machen können. Bis heute nicht gebaut. Da müssen wir ran. Ja, zwischendurch waren die Grünen 2 Jahre an der Regierung. Haben die nichts Warum gemacht? Warum haben die nicht wenigstens die Fahrraddurchquerung durch das Gleisdreieckgelände fertiggestellt in der Zeit? Das wäre entsetzt. Möglich gewesen. Also ja. Nur so, weil mehr Grün. Ja, aber machen das nicht die BVV?
Oder ist das die Stadt? Ja, die BVV macht ja hier nur so, hat ja eigentlich nur so eine beratende Funktion. Ja. Also das zuständig ist Grün Berlin. Das ist eine Ausgründung, eine GmbH aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die jetzt als GmbH, wenn man ja sagt, in der privatwirtschaftlich die Kraft, ne? Ich glaube, das ist auch durch Rot-Grün damals gegründet worden, das Unternehmen Grün Berlin. Aber das weiß ich nicht genau, da müsste ich jetzt nachher Wikipedia. Ach, wir behaupten das einfach mal, seit wann beschäftigt sich nachschauen. Politik mit Fakten. Okay, das hat nichts gebracht. Also dieser Gleisdreieckpark ist immer noch eine Baustelle. Ja. Und mich ärgert das, weil ich nicht mit dem Fahrrad durchfahren kann. Also nach Kreuzberg komme ich nur auf Umwegen. Was ich schade finde und nicht nur ich. Also es ist ja wirklich ein Problem. Ja. Und da hätte man schon mal was machen können. Ne? Ja. Und da musste man nicht bis heute warten. Ja. Also von daher, also Worte sind gut gesprochen mit der guten Umwelt. So. Aber Taten. Die gute Umwelt. Ja. Gute Umwelt. Jetzt mit weniger Lärm und mehr Grün. Ford fördert ökologische Mobilität für alle statt A100. Das, ja. Was soll man dazu sagen? Das ist halt immer dieses Großprojekte-Bashing. Autobahn, zu denen die Deutschen ja eh ein gestörtes Verhältnis haben. Ja, 100 ist ein schwieriges Problem. Ja, es ist halt auch eine alte Planung. Ja, vor allen Dingen gibt es auch keine, das Problem ist, es gibt ja kein, das mit den Gewinnern und den Verlierern ist ja auch nicht so klar. Klar ist das für Leute scheiße, die da irgendwie wohnen und deren Häuser abgerissen werden müssen oder die dann einmal neben einer Autobahn wohnen. Ja, aber gleichzeitig irgendwie in Mitte und sonst wo würden sich die Leute freuen, wenn da nicht jeden Tag durch die Straßen die ganzen Autos fahren. Bringt dann vielleicht mehr Verkehr, wenn man leichter in die Stadt reinkommt über eine Autobahn und da vielleicht mehr Verkehr hält. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich finde, Autobahnbau ist eine Sache, die man grundsätzlich mal überdenken muss. Ja. Ich würde auch wirklich ganz radikale Sachen machen, planen wollen und sagen, also den Autoverkehr innerhalb des S-Bahn-Rings stufenweise herunterfahren. Ja, würde ich auch gut finden. Aber das trauen sich die Grünen nicht. Ja, das trauen sie sich nicht. Ja. Das wäre mal was. Das wäre was. So, aber jetzt vielleicht noch auf den letzten Punkt, weil den finde ich halt wieder inhaltlich. Das ist wieder so ein Hirnfick par excellence. Wer in Berlin grün wählt, macht unsere Stadt sicherer, anstatt Ängste auszunutzen. Rot. Nein, verstehst du, das ist in sich. Das, du sagst, die sagen, wir machen, wenn ihr uns wählt, Stadt sicherer. Das heißt, Gedanken habe, dass durch die Grünen die Stadt sicherer wird, muss ich vorher das Gefühl gehabt haben, ich bin unsicher. Ja? Mhm. Dass ich muss Angst gehabt haben. Mhm. Ja? Sagen Sie, wenn uns wählt, wird die Stadt sicherer, anstatt Ängste auszunutzen. Wie geil ist das denn? Ja, die Frage ist, wer ist das Subjekt von Ausnutzen in diesem Fall? Ich bin ja leider Sprachwissenschaftler. Ja. Ich muss ja immer denken, was will uns dieser was Satz... Was möchte uns der Autor damit sagen? Ja. Ich muss Ihnen sagen, Herr Rabe, ich habe dieses Programm gelesen und mir war von Anfang an nicht klar, was ist die Geschichte dieses Programms. Ja? Es ist lustlos, es ist passiert keine Erotik. Ja? Ja, das stimmt. Also, wer in Berlin grün wählt, Subjekt, also der Wähler. Unsere Stadt sicherer, der Wähler macht unsere Stadt sicherer, klar. Anstatt Ängste auszunutzen. Das heißt, hier nutzt der Wähler mal ausnahmsweise nicht die Ängste aus. Wenn er nicht grün wählt, dann nutzt er Ängste aus. Ja, genau. Also das ist irgendwie... Oh Gott, das ist ja noch besser. Das Subjekt ist ja noch von Ängste ausnutzen ist der Wähler. Also das ist ja noch besser. In der Arbeit hätte ich irgendwie hätte ich daneben geschrieben Bezug Fragezeichen. Ja. Und darüber hinaus ist das voller grammatikalischer Fehler. Nein, das ist kein grammatikalischer, sondern ein logischer Fehler, würde ich sagen. Ja, das habe ich ja gesagt, mein lieber Herr Karatek. Gut, danke. So. Mensch ist ständig in Gefahr, das nie Dagewesene für undenkbar zu halten.
Wer hat's gesagt? Du weißt es. Steht drunter. Es steht drunter. Al Gore. Al Gore, meine Fresse. Das ist aber das gleiche wie Einstein. Ich glaube, sie haben irgendwie gegoogelt nach... Ja, nach klugen Dingen. Nach also, Denken und denkbar und... Also richtig Eier hätten sie ja jetzt gehabt, wenn sie so Sachen dahingeschrieben hätten, wie weiß ich nicht. Das gab es am Anfang von Kill Bill. Kill Bill fängt ja an mit Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert. Mhm. Dann steht da die Quelle des Zitats als klingonisches Sprichwort. Das ist lustig. Das ist ein lustiger Umgang mit einem Zitat. Aber ja, nee, Umberto Eco hat das ja auch schon mal gemacht mit wo war denn das? In einem seiner Romane, da hat er irgendwie auch so erfundene Autoritäten drin. Ja. Also das ist auch mal, das kann man mal machen. Ja. Ja. Also das ist wahrscheinlich nicht erfunden. Ja. Gore hat wahrscheinlich wirklich sowas gesagt. Ja. Klimahauptstadt Berlin. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ja, bei Klimahauptstadt muss man natürlich Al Gore zitieren. Ja, sicher. Ja. Ja. Wir müssten mal nachgucken, ob in dem Wiki-Quote dieses Al Gore-Zitat drin ist. Ja. Ich guck da jetzt nach. Schnell nachgeguckt. Wir brauchen jetzt ein Zitat. Es geht um Klima, wir brauchen ein Zitat von Al Gore. Cobra, übernehmen Sie. Ja. Aber es geht da um Klima, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über ihn. Also Klimahauptstadt Berlin ist natürlich wieder, ne, eine Stadt für alle braucht Umweltgerechtigkeit. Die haben nämlich wieder das Wort Gerechtigkeit und wie in einem neuen Zusammenhang. Denn was ist jetzt bitte Umweltgerechtigkeit? Das erschließt sich mir nicht. Also sicherlich keine individuelle Gerechtigkeit, also die eigentliche Bedeutung von Gerechtigkeit. Möglicherweise wieder was Soziales. Obwohl es ja da nicht darum geht bei der Umwelt. Also verstehe nicht, was Umweltgerechtigkeit ist. Schlicht und ergreifend. Vielleicht kann ja irgendeiner der Hörer, müssen wir mal so ein bisschen Aufgaben verteilen, uns das sagen, was Umweltgerechtigkeit ist. Ja. Ist ja vielleicht sogar irgendwo definiert, vielleicht von irgendeinem großen Denker, Al Gore oder so. Ja. Das ist mir entgangen. Ich muss mal wieder die deutsche Wikipedia beschimpfen. Die Seite wurde gelöscht. Ein Auszug aus dem Lösch- und Verschiebungslogbuch dieser Seite. Am 2. Juni 2011 löschte ein Nutzer namens Paulis Al Gore stattgegebener Schnelllöschantrag. Inhalt war Löschen dieser Seite Zalinde durch Al Gore, US-amerikanischer Politiker. Ständig Albert Arnold Gore. Ach, der steht vielleicht unter dem anderen. Klickst du mal auf Al Gore? Wo? Auf diesen anderen, auf das Al Gore da. Was? Da kann man doch drauf klicken. Ah, okay. Ah, nee, aber das ist jetzt nicht mehr Wikipedia, das ist jetzt Wikiquote. Dann die Quotations. Wikisource, Wikinews, Commons. Aber dann guck doch mal. Oh, ja, guck jetzt auf der englischen, aber ich hatte gedacht, ich mach's mir noch ein bisschen einfacher. Ja, das ist wirklich blöd, dass sie... So, aber jetzt wie Quote. Ja. Dabei sind wir jetzt nicht hier, um über Wikipedia zu sprechen, sondern wir wollten, wie gesagt, ich sagte schon, Umweltgerechtigkeit, ich möchte gerne wissen, was das ist. Das ist ja irgendein Denker, am Ende Al Gore. Ich habe aber Al Gore nicht wirklich gelesen. Ich habe das mal mir gekauft, auf Englisch, sein Klimabuch, aber... Ja. Ist irgendwann abgebrochen, die Lektüre. Wieso? Weil ich hat mich nicht so richtig gepackt. Also ich glaube, ich kenne Al Gore eigentlich auch nur aus South Park. Da machen sie sich auch immer ziemlich lustig. Ich kann mich dazu jetzt nicht äußern. Ja. Aber vielleicht weiß ja jemand der Hörer, was Umweltgerechtigkeit ist. Also wir finden es jetzt gerade irgendwie nicht. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall ein Zitat von Al Gore. Das ist wichtig. Und ja, wir müssen irgendwie die Bundeshauptstadt für Klimaschutz werden. Ja. Das war Freiburg schon mal und soll jetzt Berlin werden. Ja. Stadtvertrag Klimaschutz soll es geben. War das nicht auch hier mit der Energie, mit diesem Energieunternehmen? Ja, oder ja. War das woanders? Ist auch wieder ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Ja. Wir haben diesen Podcast länger geplant und dann habe ich mich gleich reingestürzt.
Naja, nee, das kommt, glaube ich, noch woanders mit Energie Berlin. So, wer in Berlin grün wählt, macht den Weg frei für mehr erneuerbare Energien in Berlin. Oh, wow. Klar. In der Energiewirtschaft wohlgemerkt, die dieses Jahr um die Economy, dieses Jahr um 10% wächst. Mit den Kreativen im Kinderkraftwerk. Ja. Biokraft. Stellt sich der Herausforderung, also wer in Berlin grün wählt, stellt sich der Herausforderung, Berlins Gebäude energetisch zu modernisieren. Ja, das ist jetzt wieder. Muss ich ran. Genau, nee. Ich wollte es gerade sagen, das ist jetzt wieder, wer ist das Subjekt und so, das ist wieder sehr interessant. Liebe Leute, merkt euch eins: An dem Tag, an dem ihr in Berlin die Grünen wählt, kommt am nächsten Tag der Mann oder die Frau von den Grünen, dann kriegt ihr eure Ausrüstung und dann geht's ab auf den Bau. Und dann wird erstmal hier ordentlich Sicherheitsglas eingebaut. Ne, was denn? Zwangsarbeit gibt's doch mit den Kommunisten. Wir haben doch eben Grün gesagt, sind doch konservativ. Gerecht ist, wenn benachteiligte Menschen Vorteile kriegen und bevorteilte Menschen Nachteile kriegen. Ach ja, ich vergaß. Ja, genau. Ja, so. Bitte, also wenn ich schon eine Wohnung habe. Dann musst du dich der Herausforderung stellen, Berlins Gebäude, nicht nur dein eigenes, sondern Berlins Gebäude. Wenn man jetzt ganz spitzfindig wäre, würde man sagen, Berlins Gebäude sind tatsächlich nur die sich im Besitz der Stadt Berlin befinden. Ja? Und dann wird es nämlich richtig tricky. Dann kannst du nämlich schön im Roten Rathaus Sicherheitsglas und mal hier schön alles stimmt. Abdichten. Ne? Das ist eigentlich so. Witzig. Es wird sozusagen der Wähler bedroht. Der Wähler wird bedroht. Wenn du uns wählst, dann musst du auf den Bau. Dann gibt's Roten Rathaus. Roten Rathaus. Subotnik. Ach, schön. Ja, es war ja am Anfang in der Präambel dieser Blick zurück nach vorn. Ja, der Blick zurück nach vorn, Kinder. Ne? Ja. Und in 20 Jahren wird man sagen, das stand doch alles schon in deren Programm drin. Das stand doch alles in deren Programm drin. Die Frau Künast, die hat doch gesagt, was sie wollte. So. Ja. Hier steht es doch, denn? Klimastadtwerk Berlin Energie. Ja. Warum habe ich das jetzt gerade nicht gefunden? Da hatte ich doch recht. Nicht. Genau. Hast du doch recht, ja. Also soll ein Klimastadtwerk. Und was soll das machen? Das soll Klima machen. Naja, das ist so eine Art Behörde, wenn man will. Oder vielleicht so wie Grün Berlin, so eine gemeinnützige GmbH oder so, die dann Energiewirtschaft macht in Berlin. Also so wie man das in kleineren Städten hat, in Bamberg zum Beispiel, gibt es die Stadtwerke Bamberg, die machen dann den Busverkehr und die kaufen halt Energie ein und machen die Energieversorgung und die Müllabfuhr und sowas alles. Und das soll dann hier auch kommen. Ja. Das soll also sowas wie früher die BEWAG in Form von Berlin Energie wieder eingeführt werden. Ja. Stimmt für eine sozial gerechte Verteilung der Klimaschutzinvestitionen. Boah. Verstehe ich nicht. Ja, das kann man sich doch denken. Sozial gerechte Verteilung bedeutet, dass wer viel Geld hat, muss auch was zahlen für den Klimaschutz. Ja. Ein großes Auto hat. Was ist ordentlich hier? Ja, das trauen sie sich doch auch nicht. Es ist neulich darum ging, den Diesel um 27 Cent teurer zu machen. Das war das Vernünftigste, was man machen konnte, weil Diesel historisch bedingt in Deutschland subventioniert wurde, weil früher halt nur Transporter mit Dieselmotoren gefahren sind. Ja. Man hat aber über diese Subvention dann geschafft, den Automobilunternehmen ein Incentive zu geben, an diesen Dieselmotoren so zu arbeiten, dass die weniger verbrauchen, dass man sie auch in Pkw einbauen kann. Und hat auf einmal den Pkw-Verkehr subventioniert, was man nicht wollte. Mhm. Und hätten die Grünen doch sagen können, ja, ist eine super Idee. Ja, du kannst nicht mit dem Porsche den fair gehandelten Biokäse im Prenzlauer Berg kaufen. Das geht nicht. Das ist nicht nachhaltig. Das sagen die Grünen aber nicht, sondern es geht um die sozial gerechte Verteilung. Ach doch, das ist aber eigentlich gemeint. Ja, aber. Ja, weiß man nicht, was gemeint ist. Ja. Aber ein viel schöneres Schmankerl, finde ich, ist der vorletzte Spiegelpunkt auf Seite 128. Wer grün wählt, setzt sich mit uns gegen die schwarz-gelbe Atom. Moment, haben die nicht gerade die schwarz-gelbe Atompolitik gebilligt? Ja.
Ja, das Programm das ist vorher geschrieben. Ja, worden. Das ist geil. Mm. Setzt sich mit uns gegen die schwarz-gelbe Atompolitik ein. Ah, die Grünen wollen wieder Atomkraftwerk. Ist das nicht schön? Ich bin mir auch 100%ig sicher, dass das hier keine spitzfindige Interpretation des Programms der Grünen war, sondern dass sie tatsächlich das auch so gemeint haben. Das haben sie mal so gemeint, ja. Und dann hat sich was geändert, aber das Programm war schon gedruckt. Upsi. Ja, das ist peinlich. Das spricht natürlich dafür, dass es doch nicht so gut ist, von langer Hand die Dinge vorzubereiten. Ja. Im Vorgespräch hat Christopher gesagt, die Piratenpartei sei nicht gut genug auf diese Wahl vorbereitet, womit er nicht ganz Unrecht hat. Ja. Kann ich zur Verteidigung der Piratenpartei sagen, die gibt's halt noch nicht so lange. Ja. Und die Grünen haben halt ihr Programm vor längerer Zeit schon verfasst. Aber das ist echt geil. Setzt sich mit uns gegen die schwarz-gelbe Atompolitik ein. Ich kann direkt mal am grünen Stand inkognito fragen, was sie eigentlich jetzt damit meinen. Ja. Man macht Berlin zur Klimahauptstadt. Das ist natürlich auch super, weil das ist halt so ein nichtssagender Satz. Ja, klar. Wer in Berlin grün wählt, macht Berlin zur Tortenhauptstadt. Ja, oder der Wähler. Wobei Tortenhauptstadt wäre nochmal konkret, da könnte man ja sagen. Aber zur Klimahauptstadt, das ist. Ja, allein dadurch, dass man grün wählt, macht man Berlin zur Klimahauptstadt. Ja. Naja. Ja. So einfach ist es. Uiuiuiui, jetzt das nächste Kapitel. Also ich muss aber auch sagen, die Grünen stapeln nicht tief. Ne? Ja. Also Al Gore, Albert Einstein, den Typen, der den kleinen Prinzen geschrieben hat, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und jetzt, Antoine de Saint-Exupéry. Ja, Baguette Crème Fraîche. Und jetzt hier Jean, für was stand nochmal das F? Fitzgerald. Fitzgeraldo. Das ist ein super Film mit wie heißt der? Mit Kinski. Ja. Mit Kinski. Ich bin nicht euer Jesus. Euer Kirchen-Jesus, oder? Ja, ich hab diese Biografie von ihm, dieses ich will doch nur Liebe, oder irgendwie so heißt das. Das ist auch ein geiles Buch. Der schreibt ja wie Helge Schneider. Also, oder Helge Schneider schreibt wie Kinski. Also, gut, aber es ist jetzt hier kein Zitat. John Fitzgeraldo Kennedy. Sagt im Programm der Grünen, es gibt nur eins, was auf Dauer teuer ist. Teurer. Ja, teurer. Ich bin Club Mate betrunken. Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung. Keine Bildung. Ja. Wow. Okay. Ja. John F. Kennedy, dass du uns hier aus dem Grab nochmal so und gute er hat Tipps recht. Gibt. Und dummerweise wollen die Grünen aber vor allen Dingen sparen. Ja. Ich habe es auch nicht gefunden, dass die Bildung da ausgenommen werden soll. Ja. Aber gut, bleiben wir mal daran. Also Bildung, aber ist, Bildung ja ist ja genau ein Thema. Was wollen die Grünen denn? Vorrangige Länderaufgabe, das wissen wir schon. Das wird ja auch nochmal klargestellt. Und dann kommt etwas, was man auch sonst in allen möglichen Programmen und sogar jetzt in der politischen Realität sieht. Auf den Anfang kommt es an, heißt es hier so schön. Also man konzentriert sich in der Förderung sehr stark auf den frühkindlichen Bereich, weil man davon ausgeht, dass das besonders wichtig ist. Da will ich jetzt auch nicht in Abrede stellen, dass man sich um den frühkindlichen Bereich kümmern muss. Nur darf man natürlich da nicht andere Bildungsbereiche vernachlässigen. Also Bildung ist halt auf allen Ebenen wichtig und es darf da keine Umverteilung geben. Und das hört sich hier leider so ein bisschen danach an. Also das Geld, die Bildungsausgaben müssen woanders herkommen. Und ich darf jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt mehr den frühkindlichen Bereich auf Kosten der Hochschulen fördern. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Ja. Eigentlich danach kommt ein Punkt, der mich natürlich sehr interessiert. Sprache ist der Schlüssel, heißt es da. Da geht es also um Sprachförderung, was sicherlich auch wichtig ist. Und hier, ähnlich wie bei uns im Programm, wird auch das Sprachlerntagebuch benutzt. Aber, und das finde ich jetzt seltsam, wir haben ja nun eine interessante Forderung, nämlich dass das Sprachlerntagebuch eben nicht nur auf Deutsch verfasst werden soll, wie es jetzt vorgeschrieben ist, sondern auch in den anderen Sprachen, die das Kind benutzt, unter anderem ja möglicherweise sogar mit Erziehern benutzt, zum Beispiel in bilingualen Kindergärten. Wir haben ja jetzt die absurde Situation, dass in bilingualen Kitas der Spanisch-Erzieher oder die Erzieherin mit dem Kind zwar Spanisch spricht, aber das Sprachlerntagebuch
auf Deutsch führen muss und das dann am Ende eben gar nicht führt. Das ist eben das Problem. Und das haben wir drin, aber das ist hier völlig aua. Also ja. Das Sprachlerntagebuch, hier geht es irgendwie plötzlich nur ums Deutsche. Ja. Obwohl anderer Stelle natürlich auch steht, dass es um Kinder auch mit anderem sprachlichen Hintergrund geht. Ja. Und das wird hier gar nicht thematisiert an ja. dieser Stelle. Hier ja. steht zwar mal was von Migrationshintergrund, die sollen auch gewonnen werden für den Erzieherinnenberuf, okay, klar. Aber die Frage mit der Mehrsprachigkeit, bei Sprache ist der Schlüssel. Ja, aber hier wichtig gewesen. Ja, ich weiß auch gar nicht, was Sie haben, Herr Professor Dr. Hase, ja, wie unser ehemaliger Vorsitzender der FDP und noch amtierender Außenminister, Herr Dr. Guido Westerwelle, mal gesagt hat, wir sind hier in Deutschland, können Sie Ihre Fragen auch bitte auf Deutsch stellen. Okay, ja. Gut. Und so ist das auch mit dem Sprachenlerntagebuch. Ja. Nein, es ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn. Also das finde ich wirklich, also es geht nicht weit genug. Ja. Ne? Also Sprachenlerntagebuch ist sehr gut, aber das gibt es ja schon. Ja. Das muss man ja jetzt nicht fordern, ja. weil es das schon gibt. Klar, es muss auch genutzt werden. Ja. Klar. Ja, aber wir das wollen ist die Grünen das Sie durchsetzen. Haben irgendwie viel im Programm, was es irgendwie schon gibt und was von ja, ja. alleine passiert. Ne? Ja, ja, naja, es so. Wird nicht von alleine genutzt, da muss ja. man nochmal schauen. Ja, aber es würde vielleicht mehr genutzt, wenn man erlauben würde, es auch in einer anderen Sprache zu führen. Ja. Aber das fehlt. Ja. Naja. Gut, also das ist ein wichtiger Punkt. Ja, dann kommt die Sache mit dem Schulkonsens. Ja, Schulkonsens, klar. Also die Grünen haben auch gelernt, aus dem Debakel in Hamburg, dass man Schulpolitik nicht gegen die Eltern und Lehrer machen kann. Mhm. Deshalb halt Schulkonsens. Aber dennoch ist hier wieder die Rede von der Gemeinschaftsschule. Die Gemeinschaftsschule hat einen festen Platz in der Berliner Bildungslandschaft. Ja gut, ne? Kommt dazu. Den wir nachhaltig sichern wollen. Ja gut, wenn er einen festen Platz hat, ja. ne, hat er einen festen Platz. Was man jetzt machen muss, und das fehlt eben wieder, ist auch ja, auf die einzelnen Bedürfnisse einzugehen und noch mehr zu differenzieren. Zum Beispiel mit Hilfe einer fließenden Schulaufgabe, ja. wie das die Piraten vorschlagen. Oder es gibt bestimmt auch noch viele andere Ideen, die man da umsetzen kann. Aber das fehlt hier. Nur die Gemeinschaftsschule hat einen festen Platz und den wollen wir nachhaltig sichern. Also das ist schon da und wieder das, was schon da ist, wird weiter betrieben. Aber dass es jetzt darauf ankommt, wieder zu differenzieren, damit eben auch jeder ein Programm hat, was zu ihm passt, das fehlt. Hm? Ja. Ja, das ist dann wieder nur von sozialem Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit die Rede. Ja, das reicht nicht. Also, das ist schade. Also hier, das Bildungsprogramm ist im Grunde auch sehr konservativ und bringt im Grunde nichts, aber auch gar nichts Neues. Ja. Das finde ich wirklich sehr. Und es gibt eine neue Idee, in Anführungszeichen neu. Sie wollen die Grundschule bis zur sechsten Klasse Nein. durchführen. Also das, was schon überall gescheitert ist, wird jetzt auch nochmal in Berlin durchgepeitscht und wird dann auch wieder scheitern. Und ja. das ist natürlich kein Bildungskonsens. Viel besser wäre es, tatsächlich ein Schulsystem zu haben, was eben auch nach der vierten Klasse passt. Ja, und nicht einfach sagen, gut, jetzt erhöhen wir die Grundschule um zwei Klassen und dann wird alles irgendwas besser. Und dann wird wieder aufgeteilt in verschiedene Schulformen. Ja. Und dann ist alles schön. Also das ist nicht sinnvoll. Und ich weiß auch nicht, wie man, also ich meine, das ist doch gegen die Interessen der Lehrer. Wo ist da bitte der Schulkonsens? Also gegen die Lehrer. Ja. Wo ist da bitte der Schulkonsens? Denn die Lehrer, ja, es gibt natürlich Lehrer, Grundschullehrer, die dann vielleicht auch noch die sechste Klasse haben wollen und sich davon versprechen, etwas mehr zu verdienen, was aber natürlich nicht eintreten wird. Ja. Auf der anderen Seite wird natürlich dann auch, braucht man weniger Lehrer, die ausgebildet sind für die Sekundarstufe 1. Das heißt dann, und mehr im Primarbereich, also billigere Lehrer. Das ist irgendwie auch kein Modell. Das ist ja schon mal gegen die Interessen der Lehrer. Es ist auch gegen die Interessen der Eltern, denn die Eltern, das hat sich ja in anderen Bundesländern gezeigt, halten nicht sehr viel davon, die Grundschule zu verlängern. Also ich weiß nicht, was das soll. Ja. Das ist auch eine ganz alte Idee,
die nicht zielführend ist. Also bitte, liebe Grüne, überlegt euch doch mal was Neues, na, wie das eben auch bei den Piraten passiert. Aber es ist doch wirklich nicht so schwer, sich da Gedanken zu machen. Das ist eigentlich das wollte ich vorhin schon am Anfang sagen. Ich habe es ja auch schon gesagt, also das, was hier einem immer entgegenschlägt, sind tatsächlich alte Ideen. Ja, und so allgemeine Plätze auch. Also wer in Berlin grün wählt, oder wolltest du noch auf was anderes im Bildungsprogramm stehen? Ja, man hätte noch was zur Hochschule sagen können. Ja, dann sag doch noch was zur Hochschule. Noch, ja, ich bin nicht so schnell. Also ja, Hochschule, auch da. Neudenken, na gut, Neudenken. Das wäre natürlich mal wirklich was Interessantes, wenn man mal was neu denken würde. Aber nein, es kommen wieder Bachelor, Master, muss studierbar gemacht werden. Ja, gut. Keine Studienbeiträge, keine Studiengebühren. Ja, lehnen wir ab. Ist auch klar, dass wir das ablehnen. Also auch keine neue Idee. Ja, und ich finde, Bachelor, Master ist ein Problem. Und da muss man vielleicht auch ran. Da müssen wir ran. Ja, ja, deshalb habe ich es ja gesagt. Aber sie gehen nicht ran, sondern sagen, muss so bleiben. Also, aber studierbar. Also ein bisschen was. Ja, aber bitte mit Sahne. So ein bisschen was da in der Umsetzung machen und dann ist schon gut. Aber die eigentlichen Probleme werden nicht angegangen. Also zum Beispiel, dass eben eigentlich diese konsekutiven Studiengänge nicht einen Abschluss bringen und danach bewirbt man sich neu, sondern dass eben tatsächlich der Master der Regelabschluss sein muss. Das steht da nicht. Das ist auch, vielleicht habe ich es übersehen, obwohl ich das etwas genauer gelesen habe, dass mit der Regelstudienzeit, was wir haben, die abgeschafft werden soll, findet sich hier auch nicht. Steht hier nur ganz allgemein, das Hochschulgesetz modernisieren, was übrigens alle Parteien die ganze Zeit machen. Das ist ja gerade das Problem. Die Hochschule, die ist so modern, die muss zurück in die Zukunft. Ja, also ich finde, das ist alles so ein bisschen, also das ist wirklich nicht gut überlegt. Ich habe Obwohl die Grünen ja die Partei der Lehrer und Professoren sind, fehlt mir hier irgendwie das Verständnis. Auch. Ja, wie gesagt, wer irgendwie sagt, muss Bachelor und Master studierbar machen, hat den Schuss nicht gehört. Mhm. Ja. Kannst aus eigener Perspektive sagen, nabbere ja noch an meinem Bachelor und das ist irgendwie alles, das ist kein Spaß. Hier, also eine Sache, die ich absolut unmöglich finde, ist, die Verbeamtung der Professuren schafft mehr Probleme als Vorteile und gehört daher abgeschafft. Erstmal haben sie sich jetzt hier im Gender-Mainstreaming verfangen, da natürlich nicht die Professuren verbeamtet werden, sondern Personen werden verbeamtet. Ja. Ja. Aber ich bitte dich, das ist doch völlig daneben, jetzt hier die Beamtenstellung der Professoren abzuschaffen. Denn wenn das alles Angestellte sind, dann haben wir total willfährige, abhängige vom Vorgesetzten, die dann natürlich auch nur noch das unterrichten, was ihnen gesagt wird. Also solche Professoren oder Professuren, wenn es denn sein muss, möchte ich halt nicht haben. Ja, da werden halt einfach Stereotypen bedient. Ja. Da werden Stereotypen bedient. Also natürlich gibt es Lehrkräfte an Universitäten, die, ich drücke es mal vorsichtig aus, ein bisschen motivierter sein könnten. Ja. Was aber, glaube ich, nicht an der Art des Arbeitsvertrages liegt, sondern einfach an den Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Ja. Ja, da hätte ich auch keinen Bock, Akademiker zu sein. So, und das ist jetzt aber so ein schönes Bashing. Und zwar sagst du halt einfach so, ja, also da diese Beamten und diese Professoren, das macht mehr Probleme. Und dann kannst du dann auch so ein bisschen, sag ich mal, so Kultur, naja, nicht Kulturfeindlichkeit ist das falsche Wort, sondern so ein bisschen intellektuelle Feindlichkeit, so ach, die feinen Damen und Herren. Ja, das ist so ein bisschen populistisch, einfach mal zu sagen, okay, wir machen die Universitäten wieder zu einem Ort, wo alle Beteiligten gerne hingehen und das wäre mal eine Maßnahme. Nicht so ein Scheiß ist. Genau, das haben wir ja auch. Also, das ist ja auch so ein interessanter Punkt, ne? Am Anfang hier den guten alten John Fitzcarraldo Kennedy zitieren, alles was teurer ist als Bildung, ist keine Bildung. Ja, und dann bei den Professoren und Professorinnen sagen,
also das macht mehr Probleme, als, als es Nutzen bringt. Ja. Und doch mal in sich konsistent. Ich sage ja jetzt auch nicht, dass das Piratenprogramm das Gelbe vom Ei ist, aber das hier ist schon bei näherer Textanalyse doch ziemlich ein ziemlich schwachbrüstiges Textchen, was halt irgendwie auf 214 Seiten aufgeblasen ist. Ja, man sollte es wirklich jedem zu lesen geben. Ja, also genau. Wir sollten in unseren Ständen nicht unser Wahlprogramm verteilen, sondern das von den Grünen. Das sollten wir tun. Ja, ja. Genau. Das sollen wir wirklich tun. Ja. Kann er dann so Sachen schon mal anstreichen? Ja, das ist abiturrelevant. So gelbe oder so bunte. So es gibt doch so kleine Post-its in bunt. Könnte man die entsprechenden Stellen markieren. Ja. Und wenn dann einer kommt, der irgendwie Beamter ist, dann kriegt er das, wo gegen die Verbeamtung gewettert wird. Und wenn jemand kommt, der irgendwie... Wer da was dagegen hat, das Rote Rathaus zu retten. Kriegt dann das. Genau. Ja. Also das ist so. So, wer in Berlin Grün wählt, stimmt für frühe Sprachförderung für alle Kita-Kinder. Sehr richtig. Genau. Fehlt das multilinguale Konzept und das bilinguale Konzept. Wie gesagt, da würde ich mir wieder sowas wünschen wie, wer in Berlin wählt, verbietet Kindern bis zum 10. Lebensjahr das Sprechen. Das wäre mal eine steile These. Frühe Sprachförderung, Kinder, das macht doch jeder. Ja. Sorgt für gute Schulen mit Perspektiven für alle. Das ist jetzt sprachlich. Der Wähler sorgt für die Schulen. Der Wähler sorgt für gute Schulen. Jetzt aber jetzt müssen wir das. Worauf bezieht sich das mit Perspektiven? Auf Schulen? Das ist unklar. Ja. Guten Schulen mit Perspektiven für allen. Ich hätte gern einmal Schule mit Seeblick. Ja, das stimmt. Ja, das ist seltsam. Und es ist wieder mit den guten Schulen. Die gute Umwelt, die gute Schule, mehr Lärmschutz und sollst, grün. Du sollst die Botschaft mitnehmen. Grün, gut. Ja. Hm? Ja. Gut? Ja. Rot, schlecht. Schwarz, ein bisschen schlecht. Nicht so schlecht, weil mit denen wollen wir grün, ja noch koalieren. Also die Grünen. Ja. Granate, Künast. Ja. So. Sorgt für gute Schulen mit Perspektiven für alle. Auch da wieder. Wer uns wählt, sorgt für schlechte Schulen und Perspektivlosigkeit aller Orden. So. Aber das traut sich ja keiner. Das traut sich keiner. Schafft aus. Das ist geil. Das muss man sich auf der Zunge erklären. Wer in Berlin grün wählt, schafft Ausbildungsplätze. Kinder, bereitet euch darauf vor. Ihr kreuzt grün an, ja, und müsst im Roten Rathaus nicht nur, ja, die wärmedämmenden Fenster einbauen, sondern auch noch anderen Leuten dabei erklären, wie das geht, weil ihr auch ausbilden müsst. Ihr schafft nämlich Ausbildungsplätze. Ja, und Arbeitsplätze. Und also, Arbeitsplätze. Ja, klar. Während ich im Roten Rathaus renoviere, muss ich ja immer meine Wohnung putzen. Ja, das heißt, ich muss einen Arbeitsplatz schaffen. Das sind die Arbeitsplätze in der Industrie, die 25.000, das haben wir gelernt, erzeugen auch wieder 3 Arbeitsplätze jeweils bei Dienstleistung. Also, wer in Berlin grün wählt, schafft Ausbildungsplätze für alle und sorgt für beruflichen Anschluss. Ja. Moment, wer in Berlin grün wählt, sorgt für beruflichen Anschluss. Genau. Ja. Wie sieht das aus? Was du zu tun hast. Ist so ein beruflicher Anschluss? Gibt es da auch einen Adapter zum Mini-Displayport oder wie funktioniert das? Ist der denn polungssicher? Ich habe hier so einen beruflichen Anschluss, wo stecke ich den jetzt rein? Ja, was soll denn das? Kinder. Ja, das geht um den Anschluss. Nach der Ausbildung sollst du auch einen Beruf bekommen. Ach so, das bezieht sich auf die Ausbildung. Also Moment, das heißt, ich muss wärmedämmende Fenster einbauen, dabei ausbilden und dann auch noch dafür sorgen, dass der Typ dann woanders auch der soll anschließend deine Arbeit in meinem eigenen Haus die wärmedämmenden Fenster einbauen. Wer in Berlin grün wählt, sagt Nein zu Studiengebühren und stärkt die Lehre. Also sagt Nein zu Studiengebühren ist ja der Status quo. Ja? Das fordert auch, glaube ich, niemand in Berlin, außer vielleicht die FDP und die wird eh nicht gewählt. Ja, die CDU. Das so, und stärkt die Lehre. Lehre mit H, also doch nicht E. Das wäre auch wieder lustig, mit Doppel-E. Nee, ist mit H. Stärkt die Lehre. So. Ja. Ja, gut, wer in Berlin grün wählt, stärkt die Lehre. Ja. Und wenn die Grünen dann mehr ausgeben würden für die Lehre. Ja, tun aber sie das sie wollen denn? Ja später sie wollen kürzen. Sparen. Schafft Studienplätze statt nur Studierchancen. Was sind denn Studierchancen? Ja, schafft die selber an die Studienplätze. Super. Wer in Berlin grün wählt, fördert Forschung, die allen zugutekommt. Ja, du musst dann auch die Forschung fördern. Ja, mit deinen Steuergeldern. Ja, klar. Aber die allen zugutekommt, schreibt man tatsächlich zusammen?
Neuen Rechtschreibung glaube ich nicht mehr. Also neue Rechtschreibung ist zu gute, kommt in drei Wörtern. Aber was haben die denn zu Open Access im Programm drin? Ja, da kommt noch was. Also ich weiß nicht, ob es hier kommt, aber irgendwo kommt was mit Open Access. Müssen wir nochmal schauen. Also es kommt noch in der Netzpolitik. In der Netzpolitik kommt Open Access, ja? Nee, kommt nur Open Source. Ja. Wobei freie Software auch nicht genannt wird. Ja. Aber gut. Also fördert Forschung, die allen zugute kommt, ohne dass jetzt so klar wird. Na, wir können ja das nächste vielleicht etwas kürzer, Turbo. Es ist echt interessant. Also ich meine, jetzt kommt nämlich der Break im wahrsten Sinne des Wortes. Bei den Zitaten. Wenn man vorher so. Ja, das passt aber jetzt, weil es jetzt so ein Generationenvertrag ist. Aber es passt auch, aber es ist natürlich auch ein schöner Bruch. Vorher so tieftrabendes von Personen der Weltgeschichte und jetzt ein Zitat aus einem Lied von den Beatsteaks. Ich habe das mal gegoogelt, das Lied heißt Rieder und die Bomben auf Fu Manchus Hell on Wheels. Und das ganze Lied wird dargeboten von der Formation Beatsteaks featuring Turbostart. Ja. Und es wird, und das Zitat geht, und ein Junge fegt den Flur, weil er das am besten kann. Wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir, dass das ein Mädchen macht? Aber das wäre jetzt wieder nicht geschlechtergerecht. Nee, also dass der Junge das macht, ist ja schon mal ganz gut. Ja. Aber ja. Gut, ich verstehe das jetzt nicht an der Stelle. Ich verstehe es auch nicht. Was hat das mit familiengerechten Berlin zu tun? Also familiengerechtes Berlin, ein neuer Generationenvertrag für die Stadt. Okay. Ich muss sagen, ich habe das relativ schnell gelesen, also sehr quer, nachdem mir aufgegangen ist, dass es da immer nur so um die traditionelle Kleinfamilie geht. Und nie um, also ganz am Ende kommt, glaube ich, was von der Regenbogenfamilie mal. Aber das ist mir auch zu konservativ an dieser Stelle und passt auch sonst nicht so mit meinen Vorstellungen von Lebensgemeinschaft und Familie zusammen. Es kommt natürlich hier auch jetzt das Wort Freiräume vor. Allerdings wird das auch so ein bisschen reduziert auf Spielplätze eigentlich. Ja. Ist mir eigentlich auch zu wenig. Ja. Freiräume schaffen, die Stadt erobern. Ja. Ja. Leider werden, und das ist ein schöner Widerspruch zu dem, was wir in diesem Wirtschaftsteil stehen haben, leider werden in einer Großstadt wie Berlin Freiflächen immer seltener. Kann sich noch an den anderen Satz erinnern? Berlin ist einzigartig. Ist wie keine andere Stadt dieser Welt so viele Freiflächen hat. Mhm. Was denn jetzt? Ja. Ist nicht schön. Also Schulhöfe sind viel zu oft nachmittags geschlossen, Spielplätze oft nur für kleine Kinder. Geht um Spielplätze. In einer Kampagne dafür werben, dass Jugendliche Bolzplätze und ähnliche Freiflächen in der Stadt in einem friedlichen Miteinander mit den Nachbarn besser nutzen können. Eine interessante sprachliche Besonderheit. Ich glaube, diesen Text hat irgendwie einer geschrieben, der so ein bisschen mehr so auf Jugendkultur steht. Ja. Also, aber älter ist, denn das sind die Jugendkultur von gestern, haben wir ja gerade schon gesehen. Überstunden müssen ein für alle Mal uncool werden. Eine schöne Form. Nein, das steht da nicht. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Da steht das seit der 165. Nein. Überstunden müssen ein für alle Mal uncool werden. Moment, wo ist das? Ah, das steht da tatsächlich. Ja. Männer müssen darin bestärkt werden, ihre Vaterrolle im Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf annehmen zu können. Ja, das ist die heterosexuelle Kleinfamilie hier. Überstunden müssen ein für alle Mal uncool werden. Ja, es wird ja auch so suggeriert hier. Ich meine, wir können das jetzt auch hier mit, gibt es ja diese in der Sprachwissenschaft dieses Konzept der Präsupposition. Also es geht hier wirklich, es wird hier vorausgesetzt, die Kleinfamilie, damit diese Ausführungen hier überhaupt sinnvoll sind. Und das finde ich bedenklich. Ja. Ja, vor allen Dingen Männer müssen darin bestärkt werden, ihre Vaterrolle im Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf wahrnehmen zu können. Das ist auch so dieses Männerbild aus dem 19. Jahrhundert. Ja.
Ja. Sie sollen weniger Überstunden machen. Das ist nur uncool werden. Ja. Ich aber auch, was ich aber auch gut finde hier, Berlin ist auch als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort mit zunehmendem Fachkräftemangel darauf angewiesen, familienfreundliche Strukturen zu schaffen. Fachkräftemangel. Ja. Wenn es einen Fachkräftemangel gibt, in dem Maße. Ja. Ja. Aber gibt's ja. Gibt's. Ja. Warum gibt's? Und doch alle, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Ja, und weil das jetzt alle, weil das auf Seiten im Internet steht, die Wahrheit schreiben, glauben wir das. Ja, nein, aber Moment. Also, nein, es ist, ich meine, ich kenne auch ein paar Zahlen. Man weiß das ja von den Absolventen, dass auf einen Absolventen, da gibt es ja Untersuchungen auch, ja, dass auf einen Absolventen in den Ingenieurswissenschaften 5 Stellen kommen und auf eine Stelle im geisteswissenschaftlichen Bereich, da habe ich jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, ich glaube über 10 Bewerber. Also das ist schon ein Fachkräftemangel in bestimmten Bereichen. Ne? Also Ingenieurswissenschaften zum Beispiel. So hat man auch den Diplom-Ingenieur in Deutschland gleich mal zukunftsorientiert abgeschafft und durch den Bachelor-Master gesetzt. Das, und das muss jetzt studierbar werden. Dafür das Niveau weiter absenken. Ja, genau. Und es sinkt heute Abend für Sie das Niveau. So, jetzt wer in Berlin grün wählt, stimmt für einen besseren Zusammenhalt, für eine bessere Zusammenarbeit, also eine bessere, einen besseren Zusammenhalt der Generationen in Berlin. Ja, wow. Wow. Berlin grün wählt, kämpft mit uns gegen Kinderarmut. Ja, das ist geil. Das stelle ich mir richtig geil vor. So wie im A-Team, der A-Team-Bus. Ja, und dann kommst du angerollt mit Renate Künast. In der Fahrt öffnet sich noch die Seitentür. Du springst mit Mr. T und wie heißt der andere da, der Schauspieler von Hannibal, leider viel zu früh gestorben, obwohl er Alkoholiker Hannibal war und sonst. Der hat bei Breakfast for Tiffany's mitgespielt. Ah, ja. Auf jeden Fall, die Reifen quietschen. Mr. T, Hannibal, Renate Künast und man selbst springen aus dem Bus und man kämpft gegen Kinderarmut. Wow. Ja, du musst dann mitmachen. Mit der Kalaschnikow. Das Wahlgeheimnis wird aufgehoben und dann werden sie dich einsammeln. Alter Vater, ich stehe am ersten Tag mit so einem GM vom Roten Rathaus und sag: Komm, Renate, wir kämpfen jetzt gegen Kinderarmut. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, nimmt Jugendliche ernst und beteiligt sie. Vorher natürlich nicht. Wer in Berlin Grüne wählt, nimmt Jugendliche ernst und beteiligt sie. Woran bleibt unklar? Woran bleibt unklar? Aber man beteiligt sie. Ja, Gesellschaft, ja, allgemein, ja. Jetzt außerhalb der Gesellschaft. Ja. Ausgegrenzt. Ja. Aber Beteiligung kommt ja jetzt im nächsten Kapitel. So, ja. Und stimmt für eine bessere Vereinbarung von Familie und Beruf. Mhm. Wobei Familie, Mutter, Vater, ein Kind oder zwei Kinder. Heterosexuell. Das wurde suggeriert im Text. Ja. Die heterosexuelle Kleinfamilie aus dem 19. Jahrhundert. An anderer Stelle ist auch die Rede von der Regenbogenfamilie. Ja. Aber diesen Absatz, den wir vorhin zitiert haben, mit diesem kann man eindeutig. Kram möchte ich eigentlich auch gar nichts zu tun. Ach so. Ja. Nein, aber es ist wieder vor allen Dingen das Bessere ist ja sehr interessant. Mhm. Jetzt nicht nur gut. Hier steht zweimal besser drin. Also vorhin hatten wir gut, jetzt wird es besser. Ja. Das ist eine Steigerung. Also bessere Zusammenhalt, das kann man ja noch verstehen. Du brauchst ein kleines Programm, was ich dir gleich empfehlen werde. Ja, gut, mein Computer macht halt Dinge, die der Herr also nicht so toll findet. Aber die bessere Vereinbarung von Familie und Beruf finde ich so interessant, weil das Bessere in diesem Zusammenhang meiner Meinung nach suggeriert, Familie und Beruf wären per se unvereinbar. Vereinbar, aber schlecht vereinbar. Ja, jetzt schlecht besser. Und jetzt besser. Ja. Klar, das ist immer noch die alte Denke, entgegen dem Einstein-Zitat oder als Bestätigung. Ja. Wahrscheinlich sollte das Ganze nur das Einstein-Zitat. Bob R. hat demonstrant rechts. Ja. Und die dreht sich Relativitätstheorie, die ist ja nachgewiesen, aber dass er auch philosophisch recht hatte, zeigen wir jetzt durch dieses Wahlprogramm. Ja. Stimmt für eine bessere Teilhabe älterer Menschen. Ja. Ja, irre. Auch wieder Teilhabe, an der Gesellschaft. Ja, mitten an.
So, jetzt kommt Hedwig Dohm. Du hast dich schon rausgesucht. Ich sehe ja auf deinem Rechner ein Porträt von Hedwig Dohm. Hedwig um 1870. Dohm um 1870 war eine relativ attraktive Frau. Also für 1870, ja. Da war sie immerhin auch schon 40. Ja. Die ja. Attraktiver als ich mit knapp über 40. Oh, ma. Bis allerhöchstens 25. So, also Hedwig Dohm ist eine deutsche Schriftstellerin oder war eine deutsche Schriftstellerin. Sie starb 1919 in Berlin, wurde 1831 geboren, wurde also fast 70, 80 Jahre alt. Mhm. Und war eine deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. Sie war eine der ersten feministischen Theoretikerinnen, die gesellschaftsspezifische Verhaltensweisen, heute habe ich es echt mit dem Lesen, auf die kulturelle Prägung zurückführten, statt auf biologische Determination. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen räuspern, ich habe nämlich einen Frosch im Hals. Jetzt kommt auch ein wirklich interessantes Kapitel. Und da gibt Hedwig Dohm die... das Geleitwort ab, indem sie sagt, glaube nicht, es muss so sein, weil es nie anders war. Oh. Ja, auch wieder dieses. Es könnte auch ein Schlagersong sein. Ja. Christopher Gold mit seinem neuen Smash It, glaube nicht, es muss so sein, weil es nie anders war. Gut, also deiner Schlagerkarriere steht ja jetzt nichts mehr im Wege. Nein. Als Basispirat. Als Basispirat, als Mitglied der kritischen Basis. Demokratisches Berlin mit der Stadt regieren. Neue politische Kultur für die Stadt. Ja, als ich das gelesen habe, ich war, jetzt kommt's, jetzt gehen die Grünen endlich ein auf unsere Ideen mit Liquid Democracy und sonst was alles, aber es kommt dann natürlich wieder so, wie man sich das denkt, es kommen wieder die alten Ideen mit mal neuen Schläuchen. Ja, natürlich wird darauf hingewiesen, dass es da so ein Problem gibt. Die Arbeitsteilung zwischen die da oben machen sowieso, was sie wollen und das Volk murrt, bringt Berlin nicht weiter, wird gesagt. Klar, mehr Demokratie, Kommunikation und Transparenz. Transparenz wollen wir auch mehr, das ist klar. Aber wie die Grünen sich mehr Demokratie vorstellen, das ist dann schon auffällig. Ja, wie denn? So, das heißt dann 7.1 Demokratie neu und anders wagen. Also die Spannung steigt. Bedingungen und Transparenz sollen Markenzeichen einer neuen politischen Kultur werden. Ja, habe ich da zugestimmt, klar. Dabei geht es sowohl um einen neuen Politikstil, jetzt wird schon unklar, Politikstil, als auch um konkrete Maßnahmen. Konkrete Maßnahmen. Wir wollen das Wahlrecht erweitern und die Bedingungen für direkte Demokratie ebenso verbessern wie die Informationsmöglichkeiten. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen auch jenseits von Wahlen Möglichkeiten, aktiv und gestalten in politische Prozesse einzugreifen. Ja oder Nein zu sagen, genügt den meisten Menschen schon lange nicht mehr. Moment mal, das ist aus unserem Programm. Und Verfahren müssen transparent sein. Mit Transparenz kann auch Korruption verhindert werden. So, und jetzt kommt's. Wahlrecht erweitern. Also, Wahlen ab 16. Haben schon. Auf Bezirken, Bezirksebene soll erweitert werden. Wahlen für alle in Berlin, also nicht nur EU-Bürger, haben wir auch. Gut. Demokratie direkt und fair. Die direktdemokratischen Instrumente auf Bezirksebene und auf Landesebene werden von den Berlinerinnen und Berlinern rege genutzt. Ja, steht hier. Also das soll so weitergehen. Also irgendwie steht hier auch nicht, dass es besser werden soll. Es soll auch nicht nur den Charakter von Empfehlungen haben, sondern irgendwie mehr. Ja, die Partei, die Linke und die SPD beschränken sich darauf, die Unverbindlichkeit der Bürgerentscheide zu betonen. Für Grüne kommt es darauf an, dies zu ändern. Okay, ja. Ja, Zugang zu Informationen verbessern. Transparente Politik braucht transparente Abgeordnete. Also die Abgeordneten sollen ihre Bezüge offenlegen. Künfte neben den Diäten und Interessensverflechtungen müssen offengelegt werden. Gut. Konsequenz gegen Filz und Korruption. Und dann Berlin kein Ort für Nazis. Und das war's. Ta! Und wo steht da bitte mal was von richtiger Bürgerbeteiligung, von Verfahren der Liquid Democracy oder das muss ja vielleicht, ich weiß nicht, irgendwas in dieser Art. Ja, das ist ja das Interessante bei den Grünen, das ist auch in dieser Präambel oder ganz am Anfang steht auch drin, ja, wir wollen eine transparente
Verwaltung und der Senat soll transparent werden. Ja, so, da schreibt dann irgendwie, da steht dann irgendwas mit, also Renate Künast möchte eine Bürgersprechstunde machen. Ich mir so denke, was zum Fick? Also sie hat als Bürgermeisterin irgendwie Besseres zu tun, als eine Bürgersprechstunde zu machen. Also so viel gestehe ich der armen Frau, wenn sie dann tatsächlich, woran ich ja nicht glaube, dieses Amt dann hätte, dann soll sie halt auch arbeiten und nicht sich irgendwie zutexten lassen. Aber dann steht da drin, sie wollen einmal im Jahr herausgeben, was sie so gemacht haben und Rechenschaft ablegen. Meeresregelt der Rüstungsexportbericht. Was soll denn das? Also ich bin heute schon in der Lage, im Grunde genommen die ganze Zeit maschinenlesbare Texte zu produzieren, wenn ich das möchte, in quasi Echtzeit. Ja. Und die wollen einmal im Jahr einen Rüstungsexportbericht rausgeben, wo drin steht, was sie so gemacht haben. Das ist für die Grünen Transparenz. Für die Grünen ist es auch Bürgerbeteiligung bei einem Bundesparteitag oder bei der, sie hatten so eine Vorstandsklausur, da konnte man dann mit dem Vorstand chatten. Auf einem Sofa. Ja, das ist für die Grünen Demokratie neu und anders wagen. Es ist nichts anders. Das ist bei der direkten Demokratie soll ja nur diese Unverbindlichkeit ein bisschen gemildert werden. Ja. Ne? Ansonsten also keine neuen Ansätze. Ja. Da nicht mal, also ich meine, wenn Sie nun sagen, okay, Liquid Democracy, das ist uns zu neu und das machen die Linken, machen die Piraten, die wollen wir nicht, wir machen was anderes. Da könnten sie doch wenigstens mal Reform des Wahlrechts machen. Ja, aber das wollen wäre doch sie vielleicht auch nicht. Eine Idee. Nein. Also kumulieren, quanaschieren oder was weiß ich. Ja. Irgendwie sowas. Ja. Ja. Aber hier ist nichts. Da haben wir bei der Vorbesprechung ja auch drüber geredet. Was die Parteien im Moment fahren, ist im Grunde genommen eine ziemlich miese Tour. Weil bei den Grünen und bei der SPD wird so diskutiert, ja, man bezieht die Mitglieder, man bezieht Externe mit ein in die Wahl von Parteiämtern und in die Wahl von Spitzenkandidaten und sonst irgendwas. Warum sollte man das machen? Warum formieren diese Parteien, die Möglichkeit haben, nicht das Recht? Warum machen die das nicht? Natürlich machen sie das nicht, weil sie möchten, dass Leute quasi so eine Schnuppermitgliedschaft abschließen und zur eigenen Partei irgendwie stoßen. Was die eigentlich wollen, ist ein Mitgliederwerbungsprogramm. Sie nennen es nur nicht so. Ja. Sondern geben sich als besonders volksnah. Und. Es fällt mir übrigens hier gerade auf, was du vorhin auch schon festgestellt hast, dass es wieder sowas ist, wir fordern was schon da ist. Ja. Hier steht ja Demokratie neu und anders wagen. Ja oder nein zu sagen, genügt den meisten Menschen schon lange. Ja klar, das genügt dir nicht. Das haben die Piraten sich ja was Neues überlegt. Was machen die Grünen? Also es kommt da nichts, das verpufft dann. Aber dann gibt's einen Kasten und dann steht dann Informationen über Beteiligungsmöglichkeiten verbessert. Da soll man die Leute darauf aufmerksam machen, dass man ja Petitionen unterstützen kann, Beschwerden einreichen kann, Stadtteiltreffen teilnehmen kann. Also an alles. Stadtteiltreffen. Alles, was es schon gibt. Also ich weiß wirklich nicht. Also hat immer das Gefühl, ne, gut gemeint, aber also die Analyse ist ja richtig, nur dann kommt nichts mehr. Ja. Das ist schwer nachvollziehbar. Ich verstehe gar nicht, was du hast. Ja. Warum du das nicht gut findest, dass die Partei Bündnis 90 die Grünen auf 214 Seiten Dinge beschreibt, die es schon gibt und das als ihr Wahlprogramm verkauft. Verstehe ich. Was ich das gut fand, ist dieser Kasten E-Government. Ja. Ich habe das jetzt nur mal so überflogen. Das zieht einem die Socken aus. Ich lese es aber vor, weil es einfach so geil ist. Ja, es ist so schön. E-Government. Wir wollen Berlin zu einer Modellstadt für modernes E-Government machen. Bürgerinnen und Wirtschaft zugutekommt. Bürger, Modellstadt? Was? Das ist doch kein Sinn. Wir wollen Berlin zu einer Modellstadt für modernes E-Government machen. Die Modellstadt? Ja. Die Bürgerinnen und Wirtschaft zugute kommt. Ja. Die Modellstadt kommt denen zugute. Ja, okay. Also, die Existenz einer Modellstadt kommt denen zugute, weil dann die Bürgerinnen die aber auch sehr interessant. Instrumente auch sehr interessant. Nutzen können und die Wirtschaft Geld verdienen kann. Die postmaterialistischen Grünen, Wirtschaft, die Bürgerinnen und die Wirtschaft. Und das sind alle. Also es wäre ja konsequent gewesen, wenn sie gesagt hätten, wo sie eine Stadt für alle wollen, wir wollen Berlin zu einer Modellstadt für modernes E-Government machen.
das allen zugutekommt. Mhm. Ja, gut. Jetzt will man jetzt so, gleich mal. Dies spart mittelfristig Personal im öffentlichen Dienst. Auch wieder geil. Oh, die Verwaltung, die gibt so viel Geld aus. Das sind alles viel zu viele Leute. Das spart Geld. Also im Grunde genommen. Aber sie wollen doch gerade im öffentlichen Dienst. Ja, mehr Leistung. So, da wirst du demnächst dann vom Anrufbeantworter auf die Bürgersprechstunde aufmerksam gemacht. Also sie wollen mit E-Government im öffentlichen Dienst sparen, mittelfristig. Mittelfristig ist auch gut, also mittelfristig, nicht langfristig. Und Impulse für die regionale IT-Wirtschaft. Sie wollen die Public-Cloud-Infrastruktur verbinden. Ja, das kommt später. Gemeinsam mit anderen Bundesländern streben wir eine einheitliche IT-Plattform an. Überteuerte Insellösungen, also statt einer überteuerten Insellösung macht man dann eine überteuerte Gesamtlösung, in gemeinsam verwendete Anwendungen zu überführen. Wir wollen die Entwicklung, und jetzt kommt der totale Knaller. Also da zieht es einem echt die Blompen aus den Zähnen. Das möchte man eigentlich gar nicht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Meine Damen und Herren, die Grünen wollen für Berlin. Wir wollen die Entwicklung einer Public Cloud Infrastruktur für Berlin mit Partnern vor Ort vorantreiben. Ja, ein Buzzword. Ein Buzzword. Partner vor Ort. Bingo! Oder wie Public Cloud. Gibt es auch in Inglourious Basterds die schöne Szene mit That's a Bingo. So. Public Cloud. Ja, Public Cloud, nee. Ja. Nee, was sagt denn der CCC zur Public Cloud? Nein, wollen wir nicht. Also Public Cloud, ich stehe auch private Daten schützen. Also Cloud ist natürlich das Desaster schlechthin. Ja. No? Ja. Die da Daten irgendwo rumfliegen. Ja. Das ist ja gerade die Forderung vom CCC, dass man zum Beispiel eben auch bei der Gesundheitskarte seine Gesundheitsdaten nicht in der Cloud hat, sondern auf seinem Stick. Also ab in die Cloud. Also diese Cloud-Idee ist halt nicht durchdacht. Ja, und es ist auch einfach, diese fünf Zeilen, die da jetzt gerade gekommen sind, sind mal wieder auch so ein Bullshit-Bingo, das gibt's gar nicht. Also, wir machen modernes E-Government, was schon mal gelogen ist, weil in ihrem ganzen Mehr-Demokratie-Wagen-Teil überhaupt nichts über E-Government kommt. Weil sie die Möglichkeiten, die modernes E-Government bietet, überhaupt nicht nutzen, weil die Grünen auch, als sie in der Bundesregierung waren, nichts dafür getan haben. Ja, also man hält das Programm in der Hand. Ja, wir halten das Programm mit modernem E-Government in der Hand. Und das kommt Bürgerinnen und Wirtschaft zugute. Die blöden öffentlichen Dienstler werden abgeschafft, weil die sind zu teuer. Und Impulse für die regionale IT-Wirtschaft, weil es geht hier eigentlich nur um Wirtschaftsförderung. Steht hier auch dreimal Wirtschaft drin. Das ist der fair gehandelte Code, weil der ist, wenn er direkt vom Bioinformatiker in Berlin kommt, besser als sonst wo. So, und die Public Cloud, ohne dass man jetzt weiß, was das sein soll. Die bisherige Unverbindlichkeit von Berliner IT-Standards hat zu teuren Reibungsverlusten geführt. Ein Satz, kein Sinn. Durch ein modernes E-Government-Gesetz, es ist nicht nur irgendein E-Government-Gesetz, sondern ist das auch noch modern. Nein. Ein gutes, modernes E-Government-Gesetz. Niemand will ein unmodernes. Mit mehr Grün und weniger laut. Ja. So, werden wir klare Regeln. So machen die Grünen das nämlich. Die machen klare Regeln zur Durchsetzung einer einheitlichen IT-Strategie verschaffen. Nee, so. IT-Kompetenzzentrum. Kommt das her? Wo kommt das her? Das ist geil. Das ist am Ende dieses Kastens kommt das. Das ist wieder IT-Kompetenzzentrum. So schön. Der Hammer kommt in der Formulierung. Ja. Das IT-Kompetenzzentrum braucht echte Kompetenzen, damit es seine Steuerungsfunktion auch tatsächlich wahrnehmen kann. Die Besten der Besten der Besten, Sir. Ja, nee, das ist ja interessanterweise Kompetenz unterschiedlich verwendet. Ja. Das Kompetenzzentrum braucht echte Kompetenz. Ist ja schon etwas, das sich dadurch auszeichnet, dass da die kompetentesten Leute die Besten der Besten sind. Aber die Kompetenzen in der zweiten Bedeutung braucht echte Kompetenzen, heißt, dass im die Sinne dann auch von was machen Befugnissen. Können. Befugnissen. Ja. Ja. Ja, aber wo kommt denn dieses, das kommt jetzt so ein bisschen so Deus Ex Machina. Wo ist denn dieses IT-Kompetenzzentrum? Nee, das kommt noch nicht. Ist das in diesem? Nee, das ist nicht erwähnt, meines Wissens. Nee, das ist schon da. Nee, das ist gut. So. Ja.
wie so vieles. Wer in Berlin die Grünen wählt, bekommt ein IT-Kompetenzzentrum mit echten Kompetenzen. Das kriegt dann nur die echten Kompetenzen. Aber wo haben wir das denn? Gibt's das schon in Berlin? Ich glaube, die Meinung ist, dass Berlin ein IT-Kompetenzzentrum ist. Doch. Wenn ich die Rede von einem IT-Kompetenzzentrum. Ja, aber deswegen frage ich dich ja, wo das jetzt auf einmal herkommt. Du hast das doch auch reingeschrieben in die PDF. Nee. Das PDF ist doch von den Grünen. Oh Mann, ey, die Grünen und Grüninnen mit ihrem scheiß IT-Kompetenzzentrum. Ich konnte da nicht mitarbeiten, weil das nicht in. Ich denke, das IT-Kompetenzzentrum ist eine Unterabteilung des Cyber-Abwehrzentrums. Na gut. Wo gerade an einem sicheren Router gebastelt wird. Für die Public Cloud-Infrastruktur. Oh weh, die Public Cloud. Weil teure Insel, weil überteuerte Insellösung. Ja. Es gibt. Also, Kinder, das soll jetzt nicht euer Ernst. Naja gut, die Public Cloud bringt natürlich die neuen Herausforderungen für die informationelle Selbstbestimmung mit sich, die dann im nächsten Absatz thematisiert werden. Boah, nee. Immerhin sollen wir uns das noch geben? RFID-Technologie wird da erwähnt. Das ist immer erkennbar bleiben, dass wenn die eingesetzt werden. Informationelle Selbstbestimmung bedeutet, dass jeder Mensch... gar nicht einsetzen. Ja. Zeit zu wissen, wer was über mich auf... Ah, das ist aber jetzt auch wieder interessant, so sprachlich, ne? Datensparsamkeit. So, jederzeit zu wissen, wer was über mich auf welcher Rechtsgrundlage gespeichert hat, ist Zeiten der Digitalisierung und Vernetzung immer neuer Technologien und Verfahren, die personenbezogene Daten generieren, immer schwieriger. Besonders in der Public Cloud. Ab in die Public Cloud. To the Batmobile, Robin! Wichtiger ist es, den Datenschutz ernst zu nehmen. Wow. Natürlich. Datenaustausch ist oft notwendig und bietet neue Möglichkeiten für Behörden, die ja abgeschafft werden sollen, wegen der Public Cloud und dem Internetkompetenzzentrum. Behörden wie auch für die Bürgerinnen und Bürger. Grün stehen für Datensparsamkeit, Verhältnismäßigkeit und enge gesetzliche Vorgaben unter Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten. Beauftragten. Der Datenschutzbeauftragten, dessen Stelle ja gestärkt werden soll. Öffentliche Stellen müssen von sich aus über ihren Umgang mit persönlichen Daten Auskunft geben. Ah, von sich aus. Also, wir wollen Bürokratie abschaffen oder abbauen, aber öffentliche Stellen müssen von sich aus mit ihrem Umgang mit persönlichen Daten Auskunft geben. Ja, nö, ist eigentlich eine sinnvolle Sache, aber ist sicher so ein bisschen im Wind. Nee, ja, das ist so, das ist auch jetzt keine neue Idee. Ja. Das hätten die Grünen auch schon mal alles durchsetzen können. Ah, Moment. Die anlasslose Speicherung von personenbezogenen Daten auf Vorrat lehnen wir ab und werden alle Möglichkeiten nutzen, um die immer weitergehenden Eingriffe in unsere Bürgerrechte in diesem Bereich zu verhindern. Genau. Sie werden Möglichkeiten nutzen, nur nicht die ihnen das Parlament gibt. Wir erinnern uns an den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Da gab es ja dann parlamentarische Zwänge. Ja. Das war in NRW. Ja. Nee, hier haben sie gar nicht. Stimmt, hier haben sie einfach... Ja. Gut. Ja. Frei und friedlich, demokratische Medien- und Netzpolitik. Das ist auch interessant. Demokratische Medien- und Netzpolitik, da geht es dann um Hörfunk und Fernsehen. Ja. Ist halt ein unverzichtbar wieder so ein Unwort. Bestandteil unserer demokratischen Gesellschaft, alles sehr schön. Aber warum ist da überhaupt nicht die Rede von Podcasts und solchen Medien? Das ist doch eigentlich das Neue. Und dann geht es hier aber um Weiß Radio und offener Kanal, also alles auch so Ideen von gestern. Ne? Bezahlfernsehen und Decodern und sowas alles. Also ja. So. Obwohl das eigentlich genau der Abschnitt ist, wo es um Netzpolitik geht. Ja, ne? Da geht's doch hier. Netzpolitik ist Zukunftspolitik. Und dann kommt Seite 187. Die Medienanstalt und bla bla und Radio und Rundfunk halt. So, aber Moment. Auch vom Depublizieren ist nicht die Rede. Also die richtigen Probleme werden hier einfach ausgelassen. So, jetzt aber mal ganz kurz hier, Netzpolitik ist Zukunftspolitik. Ja, bitte los. Holen Sie Ihre Bullshit-Bingo-Karten wieder raus. We have lost cabin pressure. So, das Land Berlin muss die Chancen des Internets und der digitalen Welt ergreifen und vom Zuschauer zum Akteur werden.
Risiken erkennen, gute Lösungen auf Landesebene anbieten sowie durch aktive Mitgestaltung der Informationsgesellschaft auch im Bundesrat die Zukunft gestalten. Alter Latz. Mal, was steht da drin? Ja, nix. Okay, gut. Zum nächsten Satz. Netzpolitik ist ein Querschnittsthema. Hattest du das nicht neulich auch? Ja, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen. Was? Atomkraft. Atomkraft ist eine sichere Brückentechnologie, eine sichere und beherrschbare. Hast du nicht auch Querschnittstechnologie? Nein, also Querschnittstechnologie ist das Internet. Ach so, genau. Ja, das ist tatsächlich ein Bullshit-Bingo-Buzzword. Ah, das hier kann man ja jetzt mal hier unter uns beiden Beetschwestern, uns hört ja eh keiner zu. Lass aus deinem Artikel das mit dem Querschnitt weg, denn das steht hier auch. Ja, das ist verdorben. Naja, aber das ist so ein schönes Buzzword. Ja. Ja, die FDP mag das. Also Netzpolitik ist ein Querschnittsthema, Punkt. Sieht übrigens auch stilistisch einfach, also es sieht auch so vom Schriftbild total scheiße aus. Es kommt erst so ein ellenlanger, meandernder Satz, der keinen Sinn ergibt. Mhm. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das also ist mir auch schon aufgefallen. Berlin, das ist immer so Langsatz, muss, Kurzsatz im Wechsel. Also, das ist auch im Absatz vorher schon. Berlin muss die Chancen des Internets und digitalen Welt. Ja? So, das Internet und die digitale Welt sind also anscheinend zwei getrennte Bereiche. Mhm. Es gibt eine digitale Welt. Zuschauer zum Akteur werden. Mhm. Das Land Berlin darf nicht länger zuschauen, sondern muss aktiv werden. Und dann muss es Risiken erkennen, weil das ist ja wichtig, das wissen wir ja. Das Internet ist voller Risiken. Mhm. Das Land Berlin, jetzt kommt, das ist auch wieder schön, das Land Berlin muss gute Lösungen auf Landesebene anbieten. Ah, wo sonst? Ja. So wie aktive Mitgestaltung der Informationsgesellschaft. Das ergibt alles keinen Sinn. Berlin, Netzpolitik ist ein Querschnittsthema. Sie muss für alle Bereiche wesentliches Kriterium werden. Für Bereiche. Politik. Ja. Ein wesentliches Thema. Kriterium, das Wort Kriterium passt da auch nicht. Ich glaube, die meinen das so, dass netzpolitische Themen sich dann nicht mehr zum Beispiel einem wirtschaftspolitischen Thema oder so unterordnen sollen. Mhm. Ein wesentliches Kriterium werden. Die wesentlich passt doch nicht. Ja. Also Wesen passt nicht zu Kriterium. Ja. Ja. Und das finde ich jetzt auch wieder interessant. Während die Gesellschaft tagtäglich die digitale Welt nutzt oder von ihr betroffen ist, hat die Berliner Landesregierung diese Themen, sicher auch immer, weitgehend ignoriert, statt sie aktiv zu gestalten. Genau, Themen sind nicht genannt. Das ist irgendwie von einem Zehntklässler geschrieben. Statt sie aktiv zu gestalten. Das ist kein Bezug. Das ist auch wieder dieser Gedanke, der hinter der grünen Politik steht. Alles muss aktiv gestaltet werden. Nichts kann sich von alleine... Ja, das will aber die CDU wieder auch aktiv gestalten. Ja, deswegen Schwarz-Grün passt ja auch dann so gut zusammen. Ja. Oh. Bündnis 90 Die Grünen Berlin geben auf diese Herausforderungen gute Antworten. Ey! Ja, die können sie vielleicht mal fragen. Nein, immer gute Antworten mit mehr Grün und weniger laut. Die Mitwirkungsmöglichkeiten aller Bürgerinnen an politischen Entscheidungen und Beratungen müssen verbessert, Verwaltungsvorgänge müssen transparenter und einfacher zugänglich werden. Liebe Leute, das kaufe ich euch nicht ab. Lügt. Ihr wisst, dass ihr lügt. Ich weiß, dass ihr lügt. Aber ihr lügt. Das ist erstunken und erlogen. Die wollen, die unterstellen dem Berliner Senat, ja, der Landesregierung, sie hätten irgendwie die Chancen der Digitalisierung, der Netzwelt, bla, wie immer sie das auch nennen, nicht begriffen. Ja? Behaupten dann im selben Satz, als die Grünen Berlin hätten auf diese Herausforderung gute Antworten. Dann die Mitwirkungsmöglichkeiten aller Bürgerinnen an politischen Entscheidungen und Beratungen müssen verbessert, Verwaltungsvorgänge müssen transparenter und einfacher zugänglich werden und erwähnen in ihrem ganzen Scheißprogramm kein einziges Mal
Liquimocracy und maschinenlesbarer Staat und wollen einmal im Jahr ihren Rüstungsexportbericht rausgeben. Ja, ja, das ist unglaublich. Ist Bullshit-Bingo. Ja, ja, nee, das so. Ist wirklich, da kann man sich wirklich ärgern. Ja. Das ist so. Den Umgang mit neuen Medien wollen wir aktiv fördern, damit er in allen Bildungsbereichen selbstverständlich wird. Ja, wir brauchen das hier nicht im Detail. Was jetzt hier auffällt, im nächsten Absatz, ist, dass plötzlich nicht mehr von Netzpolitik die Rede ist. Die ganze Zeit ist jetzt von Netzwirtschaft die Rede. Ja. Netzwirtschaft geschaffen werden, nachhaltige Netzwirtschaft. Also es ist wieder, geht wieder um Wirtschaftsförderung. Und das ist auch der Grund, meiner Meinung nach, warum hier nur von Open Source und Green IT die Rede ist, was immer auch Green IT ist, das muss man auch nochmal erfragen. Das ist der fair gehandelte Server aus Bodenhaltung. Ja. Energiearm und so, ist ja klar. Das es ist aber nicht die Rede von freier Software. Aber freie Software muss eingesetzt werden, gerade in der Verwaltung auch. Und nicht jetzt hier noch aber Wirtschaftsförderung. Wirtschaftsförderung, nee, wenn es um Verwaltung geht. Du hast es also, nicht verstanden. Kann doch nicht sein. Das IT-Kompetenzzentrum mit der IT-Kompetenz. Geht's was ums Outsourcing? Public Cloud. Ja, darum geht es. Also im Grunde genommen, hey, die werden wahrscheinlich 2-3 Betriebe haben, mit denen sie schon gesagt haben, ja, und wenn wir dann drankommen, dann macht ihr die Public Cloud und sonst irgendwas. Und dann gibt's wieder irgend so einen proprietären Scheiß und alle... Förderung nicht proprietärer Software, das steht hier immerhin. Förderung. Ja. Ja, aber die Public Cloud aus fair gehandeltem Code. Ja. Ja. Es fehlt wirklich hier der Aspekt freie Software. Und Public und Open Access steht ja auch noch nicht, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja. Dann gibt es, glaube ich, mal einen ganzen, nachdem schon die ganze Zeit von Netzwirtschaft geredet wurde, von der Stärkung der Netzwirtschaft, gibt es dann noch einen extra Abschnitt, Berliner Standorte Netzwirtschaft stärken. Also Netzwirtschaft finde ich auch, ist ein beunruhigendes Konzept. Ja. Wir wollen dann auch noch Fördermittel. Oh. Also, sie wollen auch noch Subventionen schaffen für die Netzwirtschaft. Ja, Subventionen für die Netzwirtschaft. Warum machen wir das eigentlich nicht? Ich finde es ja echt ärgerlich, dass Google uns noch immer nicht 1 Million Euro gespendet hat. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir immer so populistisch gegen Google ranten. Machen wir das? Also die Piraten schon. Also ich glaube schon, dass ab und zu Google doch der Böse ist. Ich kann mich daran erinnern, dass wir uns in Bing... Bing irgendwie rauskam, dass die da mit ihren Street View Karren die WLANs auch abgesendet haben. Ja, es kommt ja noch. Das ist die Förderung drahtloser Angebote. WLAN und Breitband für alle. Das ist der nächste Abschnitt. Wir können das jetzt mal überspringen. Sie wollen auch noch Dot Berlin einführen. Sie wollen irgend so ein... Das sollen sie machen. So. Typischer Ansprechpartner für... Wer in Berlin grün wählt, stimmt... Ja, bevor du das sagst, bitte noch offenes Netz in Berlin. Ja, okay. Förderung drahtloser Angebote, WLAN und Breitband für alle. Klar, sie haben auch schon gemerkt, was wir geschrieben haben, dass wir irgendwie noch mehr Internet brauchen. Wir brauchen eigentlich mal richtiges Internet in Deutschland. Das ist noch nicht da. Aber... Hier steht nichts von Freifunk. Ja. Also es soll überall Netz geben, aber bitte nur gegen Bezahlung. Also ich meine, wo sind wir denn? Also warum kein Freifunk? Warum wird nicht mit einer Silbe mal Freifunk erwähnt? Nein. Ich meine, Freifunk, auch wenn jetzt die Piraten sich mit Freifunk brüsten, ist das ja eigentlich eine Bewegung, die aus dem grünen alternativen Umfeld kommt. Aber es wird hier nicht mehr aktuell. Ja, das Problem ist halt, wenn du Freifunk machst, dann musst du halt dicke Bretter bohren und so kannst du dir halt irgendwie Geld von Motorola oder wem auch immer spenden lassen und dann warum beschäftigen wir uns mit Politik? Also Politik ist irgendwie so, wenn ich mir vorstelle, dann auch Renate Künast und bei wie viel Prozent die Grünen gerade stehen, das ist so ein Trauerspiel. Das ist so ein Trauerspiel. Die wollen die regierende Bürgermeisterin dieser Stadt stellen. Ich habe noch es ist immer noch alles zu toppen. Der nächste Absatz, den ich eigentlich nicht für so interessant fand, enthält noch etwas, was auch Bezug nimmt auf die Piraten. Ja. Wir haben nämlich gefordert, dass die Hartz-IV-Empfänger auch einen Internetzugang brauchen. Das habe ich 2009 bei der Pressekonferenz für das Zukunftsministerium gesagt. Genau, ich erinnere mich. Ja. So, und jetzt, was machen die Grünen draus? Das ist immer noch so. Für das Recht von Hartz-IV-Empfängern auf die Wahl zwischen Fernseher und Computer mit Internetanschluss. Geil.
Die sind so geil. Entweder oder. Ja. Also genau. Beides gibt's nicht. Beides gibt's nicht. Anfassen ist nicht. Also jetzt hier Fernseher kostet extra. Ihr seid so beschissen. Also was ist denn das bitte? Ja. Die müssen natürlich einen Fernseher und einen Computer mit Internet anschließen. Ja, und ein Radio haben. Und meinetwegen auch 5 Fernseher, wenn es geil ist. Also das ist nein, Entschuldigung, also, aber es ist doch vollkommen egal, was für elektronische Geräte. Die sollen sich frei entscheiden, das ist ja klar. Ja. Aber es muss doch möglich sein, dass ein Hartz-IV-Empfänger einen Fernseher und einen Computer mit Internet anschließt. Nein, die Wahl Geld ist. Oder Liebe. Geld oder Liebe. Aber die kriegen doch nie mehr den Anschluss zur Gesellschaft. Du brauchst heute einen Internetanschluss. Ach. Und du brauchst auch, also ich habe keinen Fernseher, aber ich habe einen, aber ich hab ihn seit einem Jahr nicht mehr angemacht. Ich brauche ihn nicht, weil ich mir das anders, also. Aber kannst du die Leute nicht vor die Wahl stellen, doch. Entweder Fernseher oder Internet? Doch. Also das finde ich schon irgendwo menschenverachtend hier. Ja, es ist auch dreist. Aber auch dieser Satz, wir werden gemeinsam, wir Grünen, oh danke, dass ihr das für uns macht, werden gemeinsam mit den Netzbetreiberinnen, Expertinnen und interessierten Nutzerinnen und interessierten Nutzerinnen. Ich bin ein interessierter Nutzer. Ich würde gerne mit euch einen Plan aufstellen, damit alle Gebiete der Stadt gleichermaßen mit schnellem Internet versorgt sind. Ja. Ihr seid doch so mit der Klammer gepudert. Ja, und nachdem sie den Hartz-IV-Empfänger vor die Wahl zwischen Fernseher und Computer gestellt haben, sind sie auch noch für einen zeitgemäßen Jugendmedienschutz. Ja. Ein bekanntes Thema. Ja. Eine umfassende Reform des Urheberrechts. Ja, passt jetzt ja auch wunderbar. Die Nutzerinnen und Kreativinnen gleichermaßen schützt. Ja. Da muss man geschützt werden. Ja. Muss geschützt werden. Die Nutzerinnen und Kreativen, die müssen nicht im Empowerment, wie ist das deutsche Wort, befähigt, ermöglicht werden. Nein, sie müssen beschützt werden. Klar. Vor dem bösen Internet. Ja, klar. Ja. Also, ja. Siehst du die Ideen von gestern? Schutz vor bösem Internet. So, das passt wunderbar. Wer in Berlin grün wählt, stimmt für mehr Beteiligungsrechte auch nach den Wahlen. Das ist gelogen. In diesem ganzen fickten Absatz steht nichts drin, was es nicht schon geben würde in Berlin. Ja. Ja, genau. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Grünen behaupten hier, sie würden mehr Beteiligungsrechte ermöglichen. Also bitte, liebe Hörer, falls ihr in Berlin seid, geht zu einem Infostand der Grünen und fragt mal. Und fragt mal bitte nach, was das konkret soll. Setzt sich für starke Bezirke, die über tatsächliche Entscheidungsmacht verfügen. Stimmt für eine bürgerfreundliche Modernisierung der Berliner Verwaltung. Das ist auch so ein No-Brainer. Ja, das stimmt, haben wir für auch. Eine bürgerfreundliche, wir wollen auch die bürgerfreundliche Modernisierung. Ja. Das war mein Wort, bürgerfreundlich. Wer in Berlin grün wählt, stimmt für eine bürgerfeindliche Modernisierung der Berliner Verwaltung. Wir sind für MG-Nester und Selbstschussanlagen an jedem Eingang, damit jeder Amtsbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. So, stärkt Bürgerfreiheiten und Datenschutz. Ja, aber ja, wir sind für einen besseren Datenschutz. Wow, big whoop. So, in der Public Cloud. Ja, wollte ich gerade auch sagen. In der Public Cloud. Er stärkt die Bürgerfreiheiten. Leute, nochmal kurze Durchsage für alle. In der Public Cloud gibt es keinen Datenschutz. Ja, genau. Das ist auch keine Frage der Herausforderung. Es geht halt nicht. Es geht nicht im Sinne von, es geht nicht. Stärkt Bürgerfreiheiten und Datenschutz in der Public Cloud zusammen mit dem IT-Kompetenzzentrum mit echten Kompetenzen. Mit mehr Grün und leise. Ja. Nutzt die demokratischen, wer in Berlin. Ist das gleich abbringen, weil ich nicht mehr kann. Was? Ja, nee. Ich bräuchte auch noch eine Clubmate irgendwie langsam. Ja, dann liest du mal weiter vor. Ja. Wer in Berlin. Jetzt kommt gleich der Höhepunkt sowieso. Da jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Also es ist auch quasi so ein orgiastisches Vergnügen, das Programm der Grünen zu lesen. Es steht nämlich hier, wer in Berlin grün wählt, nutzt die demokratischen Potenziale des Internets und Medienkompetenz aller. Ich muss Maha warten, damit ich nochmal, also weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Wer in Berlin grün wählt, nutzt die demokratischen Potenziale des Internets? Wenn man die demokratischen Potenziale des Internets nutzt, dann ist man Pirat und wählt die Piratenpartei. Ja? Naja, auf jeden Fall. Wer in Berlin grün wählt, nutzt, das ist ja jetzt, das steht ja nicht, wird nutzen oder wird
So, sondern nutzt die demokratischen Potenziale des Internets und stärkt die Medienkompetenz aller. Wer ist Allah? Leider ist es nicht Allah. Allahu Akbar. Ja? Was soll das? Sinnlos. Also wenn da vor allen Dingen, wer grün wählt, nutzt die demokratischen Potenziale. Also, Entschuldigung. Das geht gar nicht. Geil. Also da wirst du dann im Wahllokal gefragt, aber nutzen Sie denn auch schon die demokratischen Potenziale des Internets, sonst können Sie gar nicht die Grünen wählen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich meine, Sie reden gar nicht davon, dass man von den demokratischen Potenzialen des Internets. Die demokratischen Potenziale wären zum Beispiel auch tagesaktuelle Berichte über die Tätigkeiten und nicht dieser Rüstungsexportbericht, von dem du sprachst. Also auch das passt wieder gar nicht. Es wäre Liquid Democracy. Es kommt hier nicht vor. Ja. Es ist sowas wie BVV-Leaks. Kommt hier nicht vor. Ja. Also all sowas. Und, naja, gut. Ich glaube, dieser ganze Abschnitt über die Netzpolitik ist zu peinlich. Ja. Warum haben die eigentlich keinen Netzpolitiker, der denen das schreibt? Hätten sie nicht mal Markus Beckenthal können? Der ist doch Grüne. Ich nenne jetzt hier keine Namen. Mir sind aber Leute bekannt, die bei den Grünen sich für Netzpolitik engagieren. Also auch konkret jetzt bei den Grünen Berlin. Ich rede jetzt nicht von Konstantin von Noss, der ist ja Schleswig. Der Schleswig-Holsteiner und Religionswissenschaftler. Ja, aber ich glaube, der weiß da inzwischen schon mehr. Ja, also wenn man ihn auf Podiumsdiskussionen hört. Aber es gibt Leute, die das können. Ja, also es gibt Leute bei den Grünen, die eigentlich, aber denen wird halt in Berlin unterstellt, sie wären Piraten eigentlich. Ach so. Denen wird eine zu große Nähe zu den Piraten unterstellt. Ach, deshalb wollen die immer sich distanzieren. Ja, das genau. Also die zu große Nähe zu den Piraten unterstellt und dann auch, dass das quasi so ein piratischer Infiltrationsversuch sei. Sagst du dich was? Ich vielleicht mal Constanze Kurz, die steht ja auch den Grünen nah, was die Public Cloud hält. Also die Public Cloud, die ist doch super auf fair gehandelten Servern. In Bodenhaltung. Komm, hör auf. Lass uns. Ich weiß gar nicht, was du hast. Dieses Trauerspiel. Lass uns das doch mal ausdiskutieren. Der Netz. Ich habe extra die Gesprächskerze mitgebracht. Gerade bei uns in der Firma sind wir alle so ein bisschen auf dem Esoterik-Trip. Ja. Es kommt jetzt Toni Morrison zu Wort. Wer ist denn Toni Morrison? Ganz nett. Ach Gott, nee, du mal, wer Toni Morrison ist. Du weißt es nicht, ach scheiße. So, während ich Toni Morrison google, kann ja der Herr Professor schon mal das Zitat vorlesen. Frauenrecht ist nicht nur ein abstrakter Begriff. Es ist vor allem eine persönliche Sache. Es geht dabei nicht nur um uns, es geht so um mich und dich. Nicht peinlich, die gute Frau hat nämlich 1993 den Literaturnobelpreis bekommen. Toni Morrison, eigentlich Chloe Anthony Wofford, 1931 in Lorain, Ohio, ist eine US-amerikanische Schriftstellerin. Sie zählt zu den bedeutendsten Vertreterin der afroamerikanischen Literatur und erhielt 1993 den Literaturnobelpreis für ihr Gesamtwerk. Ja, und sie hat so schöne Bücher geschrieben wie The Bluest Eye, Zula, Song of Solomon, Tar Baby, Loved Jazz Paradise, Love and a Mercy. So, geschlechtergerechtes Berlin, da freut man sich natürlich drauf. Ja, Hauptsache gleich gerecht. Darunter. Die Hälfte der Stadt. Damit ist natürlich schon suggeriert, dass Geschlechtergerechtigkeit, was immer das wieder ist, wieder das Wort Gerechtigkeit, aber wieder in einem ganz anderen Zusammenhang, ist, dass hier die Gleichberechtigung von Mann und Frau eine Rolle spielt. Und dass hier vor allen Dingen der sogenannte Straight Mind, Decken in so heterosexistischen Vorstellungen. Ja. Heteronormatives Weltbild irgendwie. Es ist ja und das auch. Das ist auch so, wenn das weiterliest. Es widerspricht Frauen sich und Männer gleiche Rechte. Frauen wie Männer Familie und Beruf leichter miteinander vereinbaren können. Jetzt auch die Frauen. Das wird also korrigiert von vorher. Also, es ist zwar auch die Rede von allen Geschlechtern.
Also offensichtlich gibt es noch mehr. Aber ansonsten geht es hier wieder nur um Frauen und Männer. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Da sind wir, glaube ich, insgesamt in der Gesellschaft schon weiter. Ja. Also muss jedenfalls dieses heteronormative Weltbild so ein bisschen hinterfragen. Ja, aber das dann auch. Daher kann es eine Stadt für alle nur geben, wenn wir Unternehmen darin bestärken, familienfreundliche Arbeitskulturen zu schaffen. Also es ist ja nicht nur, ich meine, gut, es geht jetzt hier in diesem Abschnitt um, aber das ist ja nicht nur, ich brauche nur ein familienfreundliches Arbeitskulturen. Ja, und wie gesagt, also Girls Academy und so, alles ganz schön und gut. Wo steht das? Das kommt jetzt auf Seite 194, 95. Alles ganz schön und gut übrigens. Girls Day Academy. Apostrophzeichen ist falsch rum. Das Apostrophzeichen ist falsch rum. Ich habe mich ja damals in Bonn tatsächlich total aufgeregt, als es mal so ein Girls Day gab. Und weil mich Physik und so, ich habe das ja auch während der Schule studiert, interessiert hat, wollte ich mir das eigentlich mal irgendwie angucken. Aber total doof, da durfte man selbst nicht mitmachen, wenn man sich da angemeldet hat, als Junge. Jahren bewährter Baustein zur Erweiterung des Berufswahlverhaltens. Geiler Satz. Zur Erweiterung des Berufswahlverhaltens. Aha. Ich würde gerne dein Berufswahlverhalten erweitern. Hättest du da ein Problem mit? Und darf ich diesen bewährten Baustein in Erweiterung des Berufswahlverhaltens? Also hier geht es um Verhaltenstherapie. Ja. Hier geht es um Verhaltenstherapie von Mädchen in Form des Girls Day. Hier ist das Apostroph wieder falsch. Augenkrebs auf Seite 195. Ja gut, also das ist... Damit Mädchen zukünftig ihre Berufsmöglichkeiten voll ausschöpfen können, wollen wir, dass dies nicht nur einmal im Jahr... Also, oh Gott. Es ist... Es sind auch vielleicht ganz richtige Ansätze, aber auch Ideen, die ich also auch schon seit Jahren kenne. Also ja, meine Girls Day. Nichts Neues. Girls Day gibt es, da war ich 13 oder so. Also ich kann mich auch erinnern, dass es das schon länger gibt. Ja, Frauen an die Spitze. Ja. Ja, Frauen nach oben haben die Grünen ja schon mal plakatiert. Ja. Ja, klar. Warum das eigentlich im Moment so Thema ist mit Frauenquote in Führungsetagen. Mhm. Weil im Moment in ganz vielen Firmen eine ganze Generation von Führungskräften quasi in Rente geht. Also es ist gerade im Moment in ganz vielen Unternehmen so, dass viele, viele von diesen auch Top-Manager-Positionen neu besetzt werden müssen. Mhm. Und im Grunde genommen, und das ist ja auch sehr vernünftig, aber das könnte man dann auch fairerweise mal sagen, weil ich glaube, das würde die ganze Diskussion viel entspannter machen. Es geht halt einfach darum, quasi dieses Fenster, was sich bietet, zu nutzen, um möglichst viele Stellen in diesen Managementpositionen auch mit Frauen zu besetzen. Ich finde ja, also am besten finde ich, bleibt ja das im Grunde genommen der Spruch, wir haben eine Gleichberechtigung, wenn genauso viele inkompetente Frauen wie Männer in Führungspositionen sind. Das fasst es eigentlich sehr schön und sehr locker zusammen. Genau. Hier übrigens auch noch ein Abschnitt, der ist ein bisschen versteckt, selbst der Umgang mit dem eigenen Körper. Zunächst mal um Schwangerschaften, viele danach und so. Also kann man denken, was man will. Hat ja Julia Seelinger vor kurzem einen interessanten Artikel drüber geschrieben, dass eben mit der Pille für den Mann Verhütung immer noch Frauensache ist. Ja, das ist aber auch echt absurd. Davon wird hier auch nicht abgerückt. Ja. Und dann im zweiten Absatz geht es dann um transidente und intersexuelle Menschen. Und da kommt wieder so ein bisschen das Piratenprogramm durch, aber wieder in so einer Form, damit auch niemand Anstoß dran nimmt. Das wird so ein bisschen verklausuliert. Auch transidenten und intersexuellen Menschen wird der selbstbestimmte Umgang mit dem eigenen Körper verweigert. Intersexuelle Menschen werden oft schon in frühen Jahren Eingriffen unterworfen, die medizinisch nicht notwendig sind, über deren Folgen nur unzureichend aufgeklärt wird. Wir unterstützen transidente und intersexuelle Menschen in ihrem Kampf um mehr körperliche Selbstbestimmung. Also das, was wir haben, in deutlich, dass also geschlechtsbestimmende Operationen
abgeschafft werden sollen, wird hier so ein bisschen... Ja, hier unterstützt man die Leute wieder nur im Kampf. Das heißt, ja. Renate und der A-Team-Bus kommen dann in den Kreissaal reingefahren und sagen, nein, halt! Ist okay, wenn dieses Kind einen Penis und eine Vagina hat. Wir müssen da jetzt nichts abschneiden. Ja. 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 Ja, es ist wirklich wieder so halbherzig. Also vom Ding, es ist auch so blöd, wir unterstützen. Man muss sich mal diesen Mindset, Entschuldigung für dieses Denglisch, also man muss sich mal irgendwie diesen Mindset auf der Zunge zergehen lassen, ja. Die schreiben, das ist deren Regierungsprogramm. Das wollen die ihre Regierung machen. Das ist eine Partei, die sonst jeden Scheiß regelt, verbietet, erlaubt, sonst irgendwas. Mhm. Ja? Ja, das so unterstützen können sie auch ohne Regierung. Ja, gut, genau. Und jetzt sagen sie, wir unterstützen intersexuelle Menschen und transidente Menschen in ihrem Kampf um mehr körperliche Selbstbestimmung. Wo man einfach als Regierung die Gesetze machen könnte und sagen... Ja, nicht als Regierung, das Parlament macht die Gesetze. Ja gut, ich weiß, wie ich das meine. Also wenn man die Regierung stellt, wenn man im Parlament die Mehrheit hinter sich hat, dann kann man einfach ein Gesetz verabschieden und dann sagen, muss man nicht. Wir unterstützen hier niemanden in einem Kampf, sondern wir kämpfen diesen Kampf im Parlament für diese Menschen jetzt aus. Ja, da braucht man gar nicht groß zu kämpfen. Dann machen wir einfach hier so... Katsching! So... Ja, geschlechtsverändernde Operationen ohne Zustimmung sind verboten. Tada! Und gut, das ist, ein schönes, einfaches Gesetz. Versteht auch jeder. Ja. Im IT-Kompetenzzentrum. So, und es wird gekämpft. Ja. Gegen mehr so ein Oppositionsprogramm. Ja. Gut. Neue Männer braucht die Stadt. Ja, neue Männer braucht die Stadt ist auch großartig. Auf der einen Seite bedienen sie dieses Geschlechterbild, wir haben es vorhin beschrieben, aus dem 19. Jahrhundert. Jetzt auf einmal, dieses Programm hat auch ein bisschen was von der Bibel. Es widerspricht sich halt an so vielen Stellen intern. Ja. Immer mehr Männer erkennen auch für sich die negativen Auswirkungen traditionellen Geschlechterrollen. Ja, das muss nicht in einem Wahlprogramm stehen. Das muss eigentlich nicht im Wahlprogramm stehen. Und wollen diese Barrieren für sich überwinden. Aber sie schaffen es nicht alleine. Das steht jetzt da nicht in dem Programm. Aber viele Männer wünschen sich sowohl im Erwerbs- wie im Privatleben neue Wege und Entwicklungsmöglichkeiten. Und jetzt kommt so ein total absurder Sprung. Ja? Jetzt könnte man ja sagen, im Stile des vorherigen Programms, wir Grüne kämpfen mit den an sich zweifelnden Männern, die traditionellen Geschlechterrollen zu überwinden und Beratungsangebote zu schaffen, um ihnen das zu ermöglichen. Jetzt steht hier aber, in der Politik müssen die sich wandelnden Rollenbilder von jungen Männern und Vätern stärker in den Blick nehmen. Ja. Um Diskriminierungen von Männern klar definieren können, bedarf es einer soliden Erforschung dieses Themengebietes und entsprechender Beratungsangebote. Da weht der Wind her. Da sehen die Maskulinisten ins Programm geschrieben. Diskriminierung von Männern, was ist damit eigentlich gemeint? Ja, Männer? Nein, das ist das Geile. Moment, ich habe das verstanden. Das ist dieses, Maskulinismus über die Hintertür. Das ist wie Intelligent Design. Du willst Religion unterrichten, ja? Und er findet irgendwie so eine komische Pseudowissenschaft. Und genau das ist halt der Punkt. Es geht hier erst darum, die negativen Auswirkungen traditioneller Geschlechterrollen. Und dann schwenkt das so um. Und es geht um Diskriminierung von Männern klar definieren zu können, bedarf es einer soliden Erforschung. Ja, da geht aber, es. Ja, das, nein, da die, geht das Ziel einer Erforschung kann nicht eine Definition sein. Die Definition ist immer dem Weg zum Forschen und nicht am Ende. Ja. Also, aber die wollen im Grunde genommen eigentlich wollen, also so verstehe ich das zumindest, da geht es darum, um dann zu sagen, oh, wir Männer werden ja so diskriminiert. Und dann wird es wieder gesagt, wir brauchen wieder klare Rollenbilder und bla. Verstehst du? Das ist genau das Gegenteil von dem, was da wird.
Es ist total absurd. Ja, das passt an der Stelle komplett absurd. Traditionelle Geschlechterrollen nehmen Vätern die Chance, Familienverantwortung wahrzunehmen und verhindern Erwerbstätigkeit von Müttern und damit eine gerechte Aufteilung der Verantwortung für die Familie. Das Modell des Alleinernährers ist überholt, wird aber von uns in vorherigen Teilen des Programms propagiert. Stereotype Rollenbilder verhindern auch eine Politik, die nicht nur den heterosexuellen Familienvater als Leitbild hat. Nicht nur, aber auch. Nicht also nur, aber auch, genau. Ein gutes Leitbild. Das ist die grüne Leitkultur. Wir wollen eine Vielfalt männlicher Rollenbilder ermöglichen, indem wir Rahmenbedingungen schaffen, die kein Lebensmodell privilegieren. Jetzt Männlichkeit. Ten, ja, Männlichkeit. Und Familienformen sind vielfältigen und sollen es auch sein dürfen. So. Das ist doch auch kein Wahlprogramm. Was soll denn das? Das ist kein Wahlprogramm. Das Männlichkeiten und Familienformen sind vielfältig und sollen es auch sein dürfen. Dann wird es erlaubt, die Vielfältigkeit. Ja. Die machen jetzt ein Gesetz. Ja. Das ist doch vielfältig. Ja. Also es ist doch. Das ist ein totaler Hirnfick. An der Stelle ist es wirklich nur blöd. Ich verstehe das nicht. Das ist, also, dieser ganze Teil, liebe Grüninnen, nehmt es aus eurem, gebt das Hand frei, nehmt es aus eurem Programm raus. Das ist doch totaler Scheiß. Wege von Anfang an, ach, ich will das nicht mehr, komm, wir gehen, let's cut to the chase. Let's cut to the, wer lass in uns Berlin das, wer grün wählt. Wählt, stimmt für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Okay. Ja, oh, big whoop. Wer in Berlin wählt, oh, geil. Wählt. Wer in Berlin wählt, wählt gleichen Lohn, gleichwertige Arbeit. Sagt das nicht auch die FDP? Mhm. Gleiche Lohn für gleiche Arbeit? Der Spruch, wo kommt der denn her? Können wir mal nachher nachforschen, das ist ein bisschen kompliziert. Das könnte auch schon von der SPD kommen. Das klingt so ein bisschen nach Sozialdemokratie, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist nicht. Ja, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Arbeit abschaffen, DGB. Ja, das ist gewerkschaftlich SPD. Das ist so. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Alter Vater, ey. Welchen Lohn für gleichwertige Arbeit sieht nicht, wer Berlin in Berlin grün wählt, sieht nicht weg, setzt sich gegen häusliche Gewalt ein. Also, durch das Wählen einer Partei setze ich mich gegen häusliche Gewalt an. Ja, ja. Ne, also wir stellen uns das vor, ich bin zu Hause, ich höre im Nachbarwohnung, gibt es einen Familienstreit, gehen zu Bruch, Geschrei, ja. Plötzlich verstummt jemand, der vorher sehr laut geschrien hat. Und was mache ich? Ich setze mich dagegen ein, indem ich am 18. September das Kreuz bei den Grünen mache. Ach, Meister, ich konnte doch nicht wissen, dass da jemand stirbt. Ich habe mich durch meine Wahl der Grünen gegen häusliche Gewalt eingesetzt. Ja, so kann es gehen, meine Damen und Herren. Nicht hier, sondern in Hollywood. So, wer in Berlin grün wählt, sieht nicht weg, sondern setzt sich gegen häusliche Gewalt ein. Das hatte ich schon vorher. Wer in Berlin grün wählt, sieht genau hin, wer die Gesundheit von Frauen und Männern geht. Mhm. Da verstehe ich jetzt den Zusammenhang nicht. Ich auch nicht, aber das stört die Grünen auch nicht, denn soll es uns auch nicht stören. Wer in Berlin grün wählt, bringt mehr Frauen in Vorstände, Aufsichtsräte und Politik. Mhm. Mhm. Muss ich dann mitbringen oder wie bringe ich die dahin? Also so, wie muss ich mir das technisch vorstellen? Ja, du musst zur Wahlurne mehr Frauen mitbringen. Ja. Nein, nicht zur Wahlurne, sondern in Vorständen. Sigi, ich habe ja auch noch ein paar Frauen mitgebracht. Ne, hier, so. Das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen sexistisch. Formuliert, ja. Aber von mir. Ungeschickt formuliert. Es ist total bescheuert formuliert. Ich glaube, so, wenn Berlin grün wählt, hat mehr vom Leben durch Rollenvielfalt und Chancengleichheit. Geht hier Rollenvielfalt? Geht es hier irgendwie jetzt um BDSM oder so? So Rollenspiele? Weiß ich nicht. Wer in Berlin grün wählt, hat mehr vom Leben durch Rollenvielfalt. What the fuck? Also soll ich jetzt irgendwie. Wenn du grüne wählst, musst du ab und zu dann mal muss ich auch ein bisschen, in Fummel kommen. Ne? Ja, ich meine, hey. Oder auch mal top, mal bottom. Ne? Ja, mal top, mal bottom, mal koch ich, mal koch du und putzen kann ich auch, aber nur nackt. Ja, was soll das? Das ist Quatsch! Ja, das ist wirklich hart an der Grenze. Also also. Ja. Ja, wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe,
könnte man nicht 100 Bilder über dasselbe Thema malen. Das war, meine Damen und Herren, Pablo Picasso. Den kennen wir alle noch aus schreibt dem... Schreibt der sich nicht mit einem S? Picasso? Schreibt man mit einem S? Wir gucken mal. Zwei S? Das gibt's doch gar nicht im Spanischen. Pablo Picasso mit einem S? Nee, mit zwei S. Zwei S? Pablo Picasso mit zwei S, Tatsache. Aha. Also die Wikipedia kann, kann ja nicht lügen. Okay, okay. Was? Ja, stimmt. Mit zwei eigentlich S. Pablo Ruiz Picasso. Ja, ich kriege mit zwei S. Ja. Ja, dann ist es nicht schlimm. Dann passt's. Also Pablo Picasso hat Bilder gemalt. Ja. Ja. Nur? Hat auch andere Sachen gemacht? Ja. Kreatives und bewegtes Berlin. Berlins Stärken, Stärken. Ja. Stärken, Stärken. Was? Nein, das steht da nicht. Ach, da steht Berlins Nein, Stärken. Nein, das hast du dir jetzt ausgedacht, um mich zu provozieren. Nein, da steht Berlins Stärken, Stärken. Ich muss mir mal was Neues ausdenken. Ich kann nicht die ganze Zeit was zum Fick sagen. Weil das ist doch echt. Kreatives und bewegtes, bewegtes Berlin. Da kommt in diesem Satz kommt zwei, also das ist ein Satz mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wörtern. Zwei dieser Wörter sind Berlin und zwei dieser Wörter sind Stärken. Ja? Und eines dieser Wörter ist und. So. Kreatives und bewegtes Berlin, Berlins Stärken, Stärken. Aber stärken ja. Sie bitte wieder nicht mein Stärken. Das kratzt so am Kragen. Eine Stadt für alle ist nur in einem kreativen Berlin zu haben. Mit wäre mit wäre, oder? Da fehlt ein mit. Ist nur mit einem kreativen Berlin zu haben, aber doch nicht in. Ist egal, ja, der Satz würde auch nicht mit einem mit viel mehr Sinn ergeben, als er so ohnehin schon nicht tut. Berlin verdankt seinen internationalen Ruf einem digitalen Kunst- und Kulturszene. So einen ähnlichen Trott haben wir auch im Programm stehen können. Mhm. Das muss man mal ganz selbstkritisch an der Stelle sagen. Ja, wir haben auch einige Schwurbelmeister. So es wird sowieso jemand dann unser Wahlprogramm nach diesem Podcast auseinandernehmen kein Komma auf dem anderen lassen. Ja, ja, nee, klar. Also ich freue mich schon darauf, wenn die Grüninnen schäumend mit so Schaum vom Mund. Ja, also unser Programm an Aussprechen. Wir haben es ja schon analysiert. Ja, wir haben es schon analysiert. Wir finden es ja selber auch teilweise kritisch. Ja, ich ziehe das jetzt bewusst. Aber jetzt kommt mal was Neues. Eine neue Form der Kulturförderung. Aber wenn man genau hinschaut. So, eine neue Form der Kulturförderung. Welche Kultureinrichtung, welche Förderanspruch durch das Land haben, muss eine qualitativen Prüfung standhalten. Hm. Mir hat mal übrigens, also ich habe ja früher in Bonn freies Theater gemacht und da ging es ja auch immer um Kulturförderung. Witzigerweise macht was ich damals dort gehört habe, zumindest in Bonn, die CDU, die Kulturpolitik, allerdings auch schon irgendwie 5 Jahre her. Nur das Geile bei der CDU ist halt, die haben halt irgendwie keinen Bock, sich so richtig damit auseinanderzusetzen, was ist jetzt besonders wünschenswerte Kultur, was ist besonders nicht wünschenswerte Kultur, sondern die sagen einfach, Kultur ist ein Wert an sich, da schmeißen wir Geld drauf. Und soll das halt passieren? Ganze. Und die Sozialdemokraten und ich glaube auch die Grünen, die wollen dann halt qualitative Prüfung. Ist das denn auch pädagogisch wertvoll? Ja, ja, genau. Ja, mir ist das ja. Also, ich bin nun wirklich, komme nun wirklich nicht in den Verdacht, ein Freund von Franz Josef Strauß zu sein. Aber wenn du dir die Pinakothek der Moderne in München anschaust, da haben die in der harten Strauß-Zeit. Haben die diese Pissbilder von Andy Warhol, also wo da mit Pisse und Sperma da auf so Metall, ne? Das haben die da gekauft. Ja. Also das wäre in einer, wahrscheinlich in einer von Rot-Grün geführten Kulturpolitik. Ja, Renate Künast, die nur Tabak und Kaffee als Drogen erlaubt. Ja. Da kann man nicht mal einfach so an eine Metallplatte pissen und onanieren. Ja, also das ist, also es ist einfach so, dass Strauß eben einfach also einen Experten gehabt hat, vielleicht auch den einen oder anderen ins Expertenkomitee geholt hat, der vielleicht auch seine Doktorarbeit plagiiert hatte oder sonst was. Aber die haben dann jedenfalls unbesehen sowas gekauft. Ja. Während
hier eben dann Leute am Werke sind, die dann meinen, da nochmal kontrollieren zu müssen, was denn nun wirklich politisch korrekt ist. Da müssen wir auch gucken, ob das fair gehandelt wurde, das Kunstwerk. Das ist vielleicht problematisch. Ja, das ist nicht nur vielleicht problematisch, sondern das ist problematisch, wenn du anfängst, Kultur und Kunst in irgendeiner Art und Weise bewerten zu wollen oder zu versuchen, da in irgendeiner Form objektive Kriterien anlegen zu wollen. Das ist halt. Es ist in dem Fall ist es halt so, ich meine, ich bin ja da nun auch immer auf dem Trip von Wilhelm von Humboldt, da muss man halt die Politik rauslassen. Ja. Also diese Kunstbeschaffungen müssen wirklich von Experten gemacht werden und nicht von Politikern. Ja. Also die müssen da wirklich raus. So. Nur und dann kann es funktionieren. Die Förderung der qualitativen Prüfung standhalten. Gut, also Stärkung der freien Szene. Ja. Das ist auch so bescheuert. Entschuldigung, aber jetzt hier der zweite Satz nochmal ganz kurz. In einer Stadt für alle müssen Kunst und Kultur für jeden attraktiv und erschwinglich sein. So. Also auf die Torstraße. Attraktiv für jeden geht halt nicht bei der kulturellen Vielfalt. Ich gehe also auf die Torstraße in irgendeine Galerie und sage, mir sind 5000 Euro zu viel für dieses Bild. Renate, komm mit dem Bus vorbei und dem A-Team, ich will nur 200 Euro dafür ausgeben. Die meinen natürlich der Besuch im Theater und in die Oper und sonst irgendwas, aber... Aber es muss nicht alles für alle attraktiv sein. Das ist in einer Stadt das der Vielfalt gar nicht möglich. Unser Ziel ist es, dass mehr Menschen in die Theater, Museen, Bibliotheken kommen. Ja. Und. Ein dürfen keinen Grund sein, am kulturellen Leben teilzunehmen. Okay, kulturelles Leben ist also die Prahlung. Also sie wollen 10% des Kulturetats für die freie Szene festschreiben. Müssen wir mal gucken, wie das im Augenblick ist mit dem Kulturetat. Ja. Aber da sind schon... Am Ding, Eintrittspreise sind im Moment auch kein Hinderungsgrund. Jeden Donnerstag kann ich jedem nur empfehlen. Ja, genau. Haben die ganzen Berliner Museen, also die in bis der Stadt Berlin sind oder mehr sogar? Nein, die Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ja, am Donnerstag immer los. Nicht, ist es nicht nur am 1. Donnerstag im Monat? Nee, jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag? Die Kinder, guckt es nochmal nach. So zum Beispiel das Newton-Museum. Ja. Total genial. Hinterm Zoo. Ja. Helmut Newton es gibt umsonst. Man kann in alle Berliner Museen zu bestimmten Zeiten umsonst, auch in die immerhin private Guggenheim-Sammlung am Montag, jeden Montag, wenn auch alle anderen Museen zu haben, das ist sehr praktisch. Ja. Also es gibt genug Möglichkeiten. Ja. Also so ganz so schlimm, wie es hier dargestellt ist, ist es nicht. Und also sie wollen auch alle Opern, also sie wollen eigentlich den Status quo festschreiben. Ja. Da sehe ich jetzt nichts. Ist wirklich Neues. Oper. Bibliotheken für alle, Film ab. Bibliotheken für alle, da fehlt wieder der Netzzugang. Ja. Das ist ja eigentlich, was brauche ich denn, niederschwellige und wohnortnahe Angebote? Ja, brauche ich auch, aber die Sachen müssen eben auch übers Netz ausleihbar oder einsehbar sein. Und das ist halt immer noch das Problem. Ja, als Hartz-IV-Empfänger dann halt für den Fernseher entschieden hast und nicht für das Internet, dann muss die Bibliothek halt wohnortnah sein. Aber wenn du dich für das Netz entschieden hast, kriegst du trotzdem die Angebote nicht. Ja. Aber dafür ist es dann trotzdem wohnortnah. Das ist auch wieder so ein Quatsch. Für alle Wohnortnah, alle 100 Meter eine Bibliothek oder was. Also, ob das nicht. Digitalisieren geht natürlich nicht. Google Books ist ja böse. Ja, genau. Da könnte ja jeder kommen. Ja, ja. Schmerzhafte Erinnerungen wachhalten. Da geht es garantiert um das Holocaust-Mahnmal. Mhm. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht zu flapsig werde, weil sonst heißt es wieder. Nein, es geht auch um die DDR. Achso, DDR. Konzepte, ist eine schöne Sache. Kultur für Kids, Kultur von Kids. Ach, Kids. Kids, da siehst du jugendlich, Mensch. Ja, ja, diese Partei ist am Puls der Zeit. Berlin bewegt alle. Also wer in Berlin grün wählt, und die Berliner Kulturschaffenden in ihrer Vielfalt.
Berlin bewegt die. Achso, ja, da bist du schon am Ende. Ja, ja, genau. Oder willst du noch irgendwas? Nein. Sport ist jetzt nicht so mein Thema. Ja. So, unterstützt die Berliner Kulturschaffenden in ihrer Vielfalt. Das macht man durch Wählen. Nicht etwa dadurch, dass man ihre Ausstellungen besucht und ihnen Geld für ihre Kultur gibt. Ja, zum Beispiel. Gut. Könnte man ja machen. Ja. Aber nee, man muss die Grünen wählen, dann passt das von alleine. Stimmt für ein gutes kulturelles Angebot für in der ganzen Stadt. Mhm. Das dem Status quo entspricht. Mhm. Wer in Berlin Grün wählt, stärkt die freie Szene. So genau überlegen. Wessen freie Szene jetzt genau? Ja, das wird nicht so genau definiert. Ja. Also die freie Kunstszene, ja. Galerien. Wer in Berlin Grün wählt, wählt kulturelle Bildung von Kindesbeinen an. Mhm. Aha. Entschuldigung, das ist irgendwie so absurd. Wer in Berlin Grün wählt, stützt den Breiten- und Spitzensport in Berlin. Mhm. Ja. Also alles. Alles. Also wer in Berlin Grün wählt, also richtig geil. Also danke für die Frage. Boah, ich glaube, wir kommen zum letzten Kapitel. Ja, The End is near. Wir sind auch am Ende hier. Also das wird mal wieder auch so ein Rekord-Podcast. Wir sind ja schon bei 3 Stunden. Das ist aber jetzt das letzte Kapitel. Also durchhalten. Ja. Durchhalten, liebe Hörer. Es gibt da noch wieder einen kleinen Höhepunkt. Weltstadt Berlin. Die Welt zu Hause in der Stadt. Ja. Berlin ist mehr ein Weltteil als eine Stadt. Wer ist denn Jean-Paul? Paul ist ein deutscher Schriftsteller der Romantik. Der vor allen Dingen, glaube ich, in Franken beheimatet war. Es gibt jedenfalls in Bayreuth ein Jean-Paul-Museum. Ein Franke. Das ist auch so ein Dialekt, den ich nicht nachmachen kann. Franke. Franke. Ja, Weltstadt Berlin, die Welt zu Hause in der Stadt. Eine Stadt für alle, mit mehr als nur Hauptstadt zu sein. Berlin ist Weltstadt. Und macht seine Tore für alle weiter auf. Ja, macht auf die Tür. Moment, das ist doch hier, mach auf die Tür, das Tor macht weit. Hoch die Tür. Mach hoch die Tür, das Tor macht weit. Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das, ein König aller Königreich. Ja, das, meine Damen und Herren, beweist eindeutig. Wir haben es hier mit christlichen Fundamentalisten zu tun. Nein. Doch. Also, wir machen die Tore auf. Weltoffene Metropole ist Berlin ein attraktiver Ort, den Menschen aus allen Teilen der Welt nicht nur als Touristen. Was? Den Menschen aus allen Teilen der Welt nicht nur als Touristen auf. So den Menschen aus allen Teilen der Welt nicht nur als. Das ist so ein. Kinder, mach doch einen ordentlichen Satzbau. Berlin ist ein attraktiver Ort, der nicht nur von Touristen besucht wird. So. Scheiße. Ich meine, vor allen Dingen, das muss man sich mal vorstellen. Die Grünen, was für eine Heuchelei. In Kreuzberg, wo da jetzt Stimmung machen gegen die Touris, weil sie angeblich zu laut sind und alles vollpissen und sonst irgendwas. Ja. Mhm. Und jetzt, wir sind eine offene Weltstadt. Oh Mann, so viel kognitive Dissonanz. Aber fair gehandelter Bio-Käse. Ja, es ist auch jetzt so ein ganz. Also, dieses Kapitel, ja. Ich habe auch nicht so genau verstanden, um was es hier eigentlich ging. Ja, ich auch nicht. Also, auf der einen Seite, klar, die Leute sollen nach Berlin kommen. Dann ist aber hier auch so ein bisschen was wieder Wirtschaft. Ja. Also, Außenwirtschaftsprogramm und globale Verantwortung und Zusammenarbeit und Kapitel ist auch nur 12 Seiten lang. Das ist für die im Vergleich zu den anderen Kapiteln ist relativ kurz. Und dann kommen wieder so Sachen, die so auf Bezirksebene eine Rolle spielen. Also zum Beispiel Partnerschaft zwischen einem Berliner Bezirk und einer palästinensischen Stadt wird begrüßt. Mhm. Geht es wieder so um Rechte von Lesben, Schwulen und Transgender. Aha. Dann geht es wieder um Abschiebe,
Haft, also die, also sollen keine Leute abgeschoben werden, die gehören auch hierher. Also es ist so ein bisschen eine Mischung. Ja. Also Menschenrechte, Freizügigkeit, dann geht es ja noch Roma und Sinti. Es werden hier verschiedene Dinge gleichzeitig behandelt. Das ist ein bisschen unglücklich. Es ist auch vollkommen wirr. Ich muss hier mal ganz kurz noch... Denn dann geht es wieder um Wirtschaft. Ja. Also das ist internationale Wirtschaft. Lebt von tolerantem Klima der Stadt. Gut, das ist dann der Übergang, aber dann geht es wieder um Wirtschaft. Ja, ich muss auch ganz kurz hier mal auf Seite 219, zweiter Absatz. Der internationale Charakter der Stadt ist aber nicht nur Chance, sondern auch Verpflichtung. Unser Handeln in Berlin muss sich seiner internationalen Verantwortung bewusst sein. Also das Handeln muss sich der Verantwortung bewusst sein. Wir leben in einer Welt in Anführungszeichen geschrieben. Wir leben in einer Welt, in der unsere Wirtschaftsweise und unsere Lebensweise gravierende Auswirkungen auf die Länder des Südens haben. Württemberg und Bayern oder was? Ich weiß, was gemeint ist, aber so. Deshalb sind fairer Handel und nachhaltige öffentliche Beschaffung, die strengen ökologischen und sozialen Kriterien genügt und deren Einhaltung von einer unabhängigen Stelle überprüft wird, ebenso Teil der nationalen Beziehungen der Stadt wie eine klima- und ressourcenschonende Verkehrs- und Stadtplanung. So, jetzt haben wir irgendwie einmal alles, es geht um den internationalen Charakter. Und am Ende geht es um Klima und Ressourcen, Verkehrs- und Stadtplanung. Also ich glaube, das haben die auch einfach noch am Ende so ballert. Ja. Dann auch mal nochmal was zu dem Thema sagen kann. Irgendwie nochmal so was Internationales, Menschenrechte, aber dann wieder internationale Wirtschaft. Ich meine, das ist auch etwas, was mich so ein bisschen ärgert, dass immer auch alles, man hat den Eindruck, das geht so ein bisschen in Richtung FDP, weil wieder alles mit Wirtschaft assoziiert wird. Dann ist wirklich, gerade ging es um Antiziganismus, im nächsten Satz geht es um den internationalen Wirtschaftsstandort. Ja. Klar, über das tolerante Klima kommt man dahin, aber das ist, seltsam. Das Wettbewerb um Ideen mit anderen Weltstädten. Das ergibt halt vorne und hinten keinen Sinn. Kreativwirtschaft, das Kooperation ist Elektromobilität. Ja. Fördermittel besser nutzen. Fördermittel schlechter nutzen. Ja. Ich glaube, wir können das dann tatsächlich. Geht's um Europa. Also Europa ist auch international. Wir können das abkürzen. Also ja. Wir können das abkürzen. Dieser ganze, wer sich irgendwie mal, das steht auch deswegen am Ende wahrscheinlich, weil es halt eben so absurd ist. Ja, aber am Ende braucht man eigentlich nochmal so einen richtigen Knaller. Ja. Und so, lass uns mal die letzten, wer in Berlin grün wählt. So, wer in Berlin grün wählt, stärkt Berlin als Stadt internationaler Kooperation und Entscheidungen mit globaler Verantwortung. Wer Berlin grün wählt, fördert die internationale wirtschaftliche Vernetzung der Stadt und sorgt für eine größere Sichtbarkeit und Transparenz Europas. Nicht nur Europa. Warum nicht auch Asien? Irgendwie mussten sie dieses Wort Europa und dann absolut Europa da reinbringen. Wer in Berlin grün wählt, stimmt für eine bessere Vernetzung Berlins mit seinen europäischen Nachbarregionen. Wer wäre dagegen? Jetzt kommt's. Wer in Berlin grün wählt, stimmt für eine stärkere Stimme in Europa. Berlin hat eine stärkere Stimme? Du stimmst für eine stärkere Stimme in Europa. Ja, Stimme für eine Stimme. Ja, Stimme für eine Stimme. Gib uns deine Stimme für eine Stimme. Ja. Dieser Satz ergibt keinen Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Jetzt gibt es nur noch das Stichwortregister. Ich glaube, das ist einfach nur da, um dem ganzen Ding so ein bisschen Seriosität zu verleihen. Also da geht es, glaube ich, nicht tatsächlich um. Schauen wir mal. Kriminalität. E-Government kommt oft an zwei Stellen vor. E-Government kommt häufig vor. 106 folgende. Da können wir nochmal gucken. So. Leider mal zurück. Oh, Sucht kommt auf Seite 44 vor. Was sagen Sie denn? Schau doch mal nach. Oh, gleich ist der Akku meines Geräts alle, das kann ich nicht. Wir müssen sowieso gleich zum Ende kommen, aber ich wollte doch noch mal eben prüfen, was da auf Seite 106
steht. Hätte man da nicht so gut hinspringen hier. Aha. Ah, Eckmann für Berlin fit machen, ja. Shit. Dann wieder eine Beschreibung des Zustands gegeben. Dass Eckmann Börsengang leiden musste und das dann zu Problemen kam. Mhm. Dass Berlin eine S-Bahn auch qualitativ und quantitativ einer Metropole würdig ist. Wer würde dem widersprechen? Bahn aus der Deutschen Bahn herauszulösen. Das Land übertragen. Stufenweise ausschreiben. Zu Lasten der Beschäftigten und der Umwelt schließen wir aus. Dann ökologische Standards werden garantiert. Nach Vorbild des rot-grünen Bremens. Da müsste man jetzt nachgucken, was da gemacht worden ist. Also richtig tolle Sachen zur S-Bahn kommen auch nicht. Das ist auch ja. wieder Status quo. Ja, und irgendwie hier bei Sucht, da geht es auch um einen Nichtraucherschutz. Man soll vor Passivrauchen, der Schutz vor dem Passivrauchen muss erweitert werden. Mhm. Ist das nicht schon der Fall? Ja, ich weiß es nicht. Ist das Nichtraucherschutzgesetz? Wir wollen den gesundheitsschädlichen Konsum von Drogen vermeiden. Das finde ich gut. Wir. Das ist doch geil. Wir, die Grünen in Berlin, wollen den gesundheitsschädlichen Konsum von Drogen vermeiden und Abhängigkeiten verhindern. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Dass ihr für euch beschlossen habt, den gesundheitsschädlichen Konsum von Drogen vermeiden zu wollen. Dazu muss man nicht an die Regierung kommen. Ja, das könnt ihr auch so machen. Nehmt einfach keine besser, Drogen, liebe Grünen. Ist vielleicht besser, wenn die Grünen dann nicht an die Regierung kommen, dann können sie sich darauf konzentrieren, ja. die Leute zu unterstützen. Ja, mit dem A-Team. Während wenn sie in der Regierung wären, werden sie vielleicht irgendwelche Verbote machen noch. Das ja, parlamentarische Zwänge. Ich sage es euch. Kinder, kommen wir zum Ende. Das passive Rauchen wird verboten. Ich bin echt genervt von diesem Programm. Ja, das Programm ist nervig. Ich hätte ja echt erwartet. Je mehr man darüber nachdenkt. Ich hätte ja echt erwartet, dass hier ist. Also, ich meine, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Diese Partei möchte die regierende Bürgermeisterin der Stadt Berlin stellen. Ja. Und sie hat auf 214 Seiten, und ich denke, das konnten Maha und ich, auch wenn wir ein bisschen ungnädig waren, als Wahlkampf, da muss man auch ein bisschen ungnädig sein. Ein unglaubliches Geschwurbel. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, auch was Positives zu sagen. Habe ich ja auch ein, zwei Mal. Ja. Aber es fällt oft schwer, weil eben auch der Stil nicht so ist. Sorry, der Stil ist unter aller Kanone. Man müsste eigentlich meinen, eine Partei, die irgendwie eine Fraktion im Abgeordnetenhaus stellt, seit Jahren, die irgendwie Mittel hat, um Leute in Stiftungen zu bezahlen und sonst irgendeinen Scheiß, dass die eigentlich in der Lage wäre, ein Programm zu schreiben, was sich halbwegs lesen lässt. Aber stattdessen ist hier so ein 214-seitiges Ungetüm entstanden. Halt einfach einer näheren Überprüfung stand. Ja. Also, du kannst, man kann nicht, und wirklich, Beispiel mit den Arbeitsplätzen. Mhm. Die sagen, wer uns wählt, sorgt für 100.000 neue Arbeitsplätze in Berlin. Dabei beschreiben sie in ihrem Programm lediglich den Status quo. Naja. Die haben sich einfach so mal ausgerechnet, ganz konservativ. Mhm. Wenn alles gut läuft, gibt in 5 Jahren 100.000 Arbeitsplätze mehr. Ja, das ist ärgerlich, dass sie da nicht wirklich Vorschläge machen und Wahlversprechen abgeben. Ja. Nee, sie können ja auch keine Wahlversprechen abgeben, aber dieses Wirtschaftsprogramm Maha, ganz, ganz kurz, das ist ein Witz. Ja. Das ist ein Witz. Und da ist es mir lieber, dass wir als Piraten irgendwie sagen, okay, wir haben von dem Thema nicht genug Ahnung, wir schreiben lieber nichts ins Programm. Mhm. Man wird uns im Wahlkampf aber vorwerfen, dass wir beim Thema Wirtschaft überhaupt keine Ahnung hätten. Ja, aber das ist nun nicht akzeptabel, was die Grünen schreiben. Ja, aber das ist Mummenschanz. Das ist Mummenschanz. Die Künast wird sich im Wahlkampf hinstellen und sagen, mit uns wird es 100.000 neue Arbeitsplätze geben. New Deal. Da werden die Phasen gedroschen, da bin ich aber sicher. Ja. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich, dass ich 3 Stunden meines Lebens Das Einzige, was mich tatsächlich freut, ist, dass andere Leute das jetzt auch nachher noch hören und sich dann auch
drei Stunden lang über dieses Programm aufregen können. Meine Fresse. Nein, aber ich finde noch schlimmer eigentlich als dieses diese leeren Sachen da über den Status quo, ja, ist, dass eben auch an verschiedenen Stellen die Dinge nicht wirklich überzeugend sind. Also wie gesagt, die Geschlechterpolitik oder Queerpolitik, das ist auch nicht konservativ. Es ist auch nicht in sich konsistent. Ja, ja. Und auch Netzpolitik, also überall da, wo ich mich auskenne auch, also gerade bei der Netzpolitik, ja, da haben wir schon gesagt, da gäbe es doch wirklich Leute, die da was schreiben könnten. Ja. Anstatt dass man die ranlässt, wird geschwurbelt von Public Cloud und Datenschutz. Also, nee. Und IT-Kompetenzzentrum. Mit gestärkten Kompetenzen. Nee. Oh. Also das ist... Da fragt man sich, was machen die dann, wenn sie dann wirklich an der Regierung sind? Die machen einfach, und die freuen sich erstmal, die ersten zwei Jahre freuen sie sich darüber, dass sie jetzt im Roten Rathaus sitzen. Und dann wird Wirtschaftsförderung betrieben, da steht ja auch drin. Wirtschaftsförderung betrieben, dann guckt man, dass man möglichst viele von den Pipelines, die in diese Stadt fließen, tappt. Geld abzieht. Das ist der eigentliche Punkt. Diese Stadt ist im Grunde genommen, wenn man es jetzt übertreiben würde, ein Failed State im afrikanischen Sinne. Diese Stadt war 40 Jahre lang abhängig von den Subventionen Deutschlands. Hm? Ja? Es hat hier keine Wirtschaft entwickelt, sondern irgendwie eine Industrie, die sich darum gekümmert hat, diese ganzen Fördergelder. Ja, weil in dieser Denke sind die Grünen ja noch verfangen. Genau, in dieser Denke bewegt sich dieses Wahlprogramm. Wir was ab von den 132 Milliarden, die da eh ausgegeben werden müssen, und kriegen dann sozusagen in neuer Form Berlin-Subventionen. Ja. Und dadurch entstehen 25.000 Arbeitsplätze. Ja. Aber das ist doch kein Konzept. Das ist kein Konzept, das ist einfach so ein... Da könnte man ja jetzt noch kritisch fragen, warum sind die Grünen nur in der Lage, wenn 232 Milliarden Euro investiert werden sollen, warum werden die Grünen nur in der Lage sein, von diesem Geld 1 Milliarde Euro nach Berlin zu holen? Es gibt 16 Bundesländer, wenn man das genau verteilt, ich kann es nochmal in den Taschenrechner eingeben, 232 durch 16, 5,5. Milliarden. Nein, natürlich sind die unterschiedlich groß. Ich kann es auch auf 80 Millionen Deutsche umrechnen. Dann kommt da irgendwas Ähnliches bei raus. Sorry, Short. Die Grünen können glücklich sein, die Leute nicht mit ihr Wahlprogramm durchlesen, weil ganz ehrlich, da steht halt echt 95% einfach nur geschwurbelter Scheiß drin. Nein, also jedenfalls bin ich auch etwas ernüchtert, denn ich hatte mehr erwartet. Denn ich meine, die Auseinandersetzung mit dem grünen Wahlprogramm haben wir ja deshalb gewählt, weil wir das grüne Wahlprogramm schon, also von der Erwartung her, für konkurrenzfähiger hielten, als jetzt eigentlich ist. Sollen wir denn auch über die anderen Wahlprogramme irgendwann auch nochmal sprechen? Ich weiß nicht, ob also CDU das meine... lohnt ja, glaube ich. Oh nicht. Ja, doch, lass uns das. Ja, wobei das läuft dann, glaube ich, mehr unter Satire. Also ja, wer weiß. Was? Bei den Grünen war ich auch überrascht. Was? Also bei den Grünen war ich überrascht, dass es so Satire läuft. Satirische ist, ja. Züge enthält. Ja. Dann ist man vielleicht bei der CDU auch überrascht, oder was? Ist ja, vielleicht kann hat man die CDU auch das allerschönste Programm und wir treten dann alle der CDU bei. Nein, da muss man nicht gleich beitreten. Oh, also, komm, ich finde, man muss auch Respekt anderen Parteien zollen, wenn die was Gutes machen, dann ist das gut. Ja. Also ich muss nochmal zu sagen, ich bin ja nicht politisch aktiv geworden, weil ich glaube, dass ich selber das alleinig selig machende Konzept habe. Nö. Ich hätte auch gerne was von anderen und kann man sich dann auch inspirieren lassen. Ich sag das auch gerne hier nochmal, damit man es auf Band hat, auch was die Piraten machen, da ist auch nicht alles Gold, was geht. Ja, natürlich. Also man kann mit Sicherheit genauso einen Podcast auch über unser Programm machen. Ja, und findet da sicherlich viele Absurditäten, auch Widersprüche, weil ja verschiedene Leute unterwegs waren. Alleine, ich empfehle da unser Tierschutzprogramm, das ist auch ganz großartig. Ja, Tierschutz kommt übrigens bei den Grünen auch vor, das haben wir übersprungen. Da gab es auch einen hoffentlich verbieten Absatz. Sie Zirkustiere. Die wollen mehr, dass das Tierhalten in der Stadt irgendwie auch der Situation besser angepasst ist. Also nicht verbieten, sondern naja. Naja, wir können ja zum Abschluss nochmal den Grünen ins Stammbuch schreiben, was Albert Einstein gesagt hat.
Probleme kann man niemals mit denselben Denkweisen lösen, mit denen sie entstanden sind, auf Seite 69. Ja. Das sollten sich die Grünen nochmal überlegen. Amen. Amen. Ja, dann stoßen wir uns wieder in den Wahlkampf. Ja. Gut, das war jetzt auch Wahlkampf in gewisser Weise. In gewisser Weise war das auch Wahlkampf, ja. Ja, vielen Dank, Christopher. Ich bedanke mich, Maha. Und bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.